Was geht ab? Herzlich willkommen zum Jahresrückblick für das Jahr 2011. Hier sind jetzt im Moment dabei der Jetwin, der Ronny, der Chetin, der Kai und ich, El Rodriguez. Der Rako, der Nico und die Lady Sango kommen wohl noch etwas später und der Jan ist entschuldigt. Und sagt doch mal Hallo. Hallo! Hallo! Zum Rako muss ich. Willkommen! Rako hat momentan Internetprobleme. Ob er kommt, ist eher fraglich. Aber der Genau. Rest, mal gucken. Rako hat sich leider einen bösen Wer ist hier DNS-Changer-Virus Darth Vader? gehört. Wer ist hier Darth Vader? Wer hustet so krass ins Mikro? Chetin! Oh, Mach mal Kani, dann, oder? mach mal Ja! dann, Dann ja. Ronny! Nein, Willkommen! Okay. Ich wollte auch noch was Hallo. sagen. Ja. Ja, fangen wir nochmal von vorne an oder machen wir direkt weiter? Machen wir direkt weiter. Wir sind Playcast, wir sind unprofessionell. Genau, wir sind so unprofessionell, dass wir direkt weitermachen, ohne zu schneiden. Und ja, wir haben uns hier für euch versammelt, um über die Spiele des Jahres 2011 zu reden. Und zwar haben wir uns da eine kleine Liste erstellt, eine kleine große Liste. Haben die Monate auf, wir haben die Spiele auf die Monate aufgeteilt und werden jetzt im Januar gleich anfangen mit den Spielen und im Dezember dann irgendwann enden. Ja, ich würde gerne noch mal direkt mal einwerfen, dass wir natürlich nicht jedes Spiel reingetan haben. Wir haben versucht, das auszusortieren. Teilweise sind da Monate dabei, besonders der November. Ey, das ist einfach unumgänglich. Da kann man nicht einfach irgendwas rauswerfen. Also nimmt uns nicht böse, wenn wir da irgendwas vergessen haben. Wir haben auch nicht alles gezockt und so. Genauso, ja, kann Also es das gibt auch. sicherlich ein paar viele Spiele, die wir selbst auch nicht gespielt haben. Also wenn sich da Ja. jetzt irgendjemand benachteiligt fühlt, weil sein Lieblings-Nintendo DS-Spiel nicht dabei ist, dann tut's uns leid. Ist halt Flame so. dürfte uns trotzdem, tut uns trotzdem leid. Immer. Ein Flame ist immer frei. Richtig. Stimmt. Also, ein Flame prügelt euch freier drum. Haus. Ach. Gut, ich würde sagen, fangen wir doch direkt mal an im Januar. Da hat es nämlich angefangen mit Little Big Planet 2. Oh Mann, Die ey. Kreativen bitte nach vorne. Ich habe es Ich zwar bin weg. gekauft, aber es ist immer noch verschweißt, nicht ausgepackt. Hey, es ist. Overlord! Oh, Overlord! Ey, ich kann mir damit überhaupt nicht anfangen. Es ist so, ich weiß nicht, ey, besonders mit dem zweiten Teil. Ich meine, es gibt einen ersten Teil, da gibt es einen Editor. Cool, also ich finde das Konzept ja gut. Du hast immer wieder neue Levels und so, das macht ja Spaß. Aber da braucht man doch jetzt nicht einen zweiten Teil mit noch mehr Möglichkeiten. Ja, super, da muss ich jetzt Und nicht ich unbedingt meine, 60 Euro ausgeben. die Möglichkeiten für den zweiten Teil sind ja echt unfassbar. Es gibt ja irgendwie unzählige Tutorial-Videos, wo du schon mal Stunden brauchst, also wenn du selber was bauen willst, dass du da überhaupt nur durchblickst mit den ganzen Funktionen und diesen Parametern, was weiß ich, keine Ahnung, bis du da irgendwie mal so ein Pong-Spiel oder so selber entwerfen kannst. Da investierst du Tage Ich und weiß Wochen. nicht, wenn Leute, ich weiß nicht, ob die Community von Little Big Planet 2, egal, noch so groß ist, dass da immer noch so voll viel Nachschub kommt und kreativ ist, Ja. weil sind die jetzt nicht alle zu Minecraft gewechselt oder? So, ich weiß nicht. Das ist dann die Extra-Community, aber ich Finde das glaube schon, Tolle dass die an Little Big Little Planet Big Planet, Community sehr aktiv ist. Tolle an Und auch Little Big Planet schon. 2 ist ja, dass du quasi nicht selber wirklich kreativ sein musst, um das zu spielen. Du kannst dir das Spiel kaufen, schließt es an deinen PSN an und kannst dir 20.000 andere Spiele runterladen. Ja, richtig. Hat das, jetzt mal abgesehen von dem Editor, worüber keiner redet, ist so eine Singleplayer-Kampagne. Gibt es da was? Ist das cool? Ja. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe auch Little Big Planet 1 nicht gespielt. Macht es denn Spaß? Das könnte man jetzt googeln, aber ich denke ja. Nee, es gibt bereits vorgefertigte Levels. Also du kannst so Ja, quasi meine ich. dann Singleplayer-Sachen spielen. Du siehst, was alles so möglich ist, aber das Spiel gibt noch viel mehr her. Also du Aber kannst ich. auch quasi so ein Ego-Shooter machen, du kannst ein Rennspiel machen, du kannst alles mögliche, also du kannst fast alle Spiele, die es auch so gibt, mit Little Big Planet 2 irgendwie simulieren. Gibt's keine Geschichte? Ich hätte gedacht, da gibt's Ja, ich eine. habe auch gedacht, da gibt es eine Story oder so. So eine Ich richtige glaube Story? schon. Ja, Ich so wie glaube, Mario halt, dass der ich irgendwie glaube, ein. hat das nicht irgendwie so eine Geschichte? Ich könnte jetzt auch brutal falsch liegen. Hat das nicht so eine Geschichte auch wie Sonic, wo irgendwie so ein großes schwarzes Loch kommt, alle eingesaugt werden, du musst alle wieder einsammeln? Die Standard Jump, Keine du meinst wohl die Standard Jump'n'Run-Story? Also, Ja, schwarzes Loch, genau. das ist, was Welten frisst, das ist immer das Gleiche. Ja. Ja, irgendwas muss Oder ja das so. große Böse schwarz zu sein. Ja, dann hat der Schwarze auch noch sein Auftritt in Oder der passt auf, jetzt kommt ein Wortspiel, die Prinzessin ist am Sack. Verdammt.
Ah, der war so. Der war lau, Müller, Alter. Ja, echt ein echter Lau. Sorry, der musste. Ne? Hab okay. ich den geklaut. Machen wir weiter. Ja, Ludwig, hat das irgendjemand von euch gespielt? Chetin hat es noch eingeschweißt rumliegen. Aber ansonsten, ich glaube, es ist auch unheimlich zeitaufwendig, ne? Das Spiel, wenn man sich da richtig reinfuchst, da muss man so richtige. Ich glaube, wer früher richtig Spaß hatte mit Lego, der kann mit Little Big Planet vielleicht auch irgendwie seinen Spaß haben. Da gebe ich doch lieber die, weiß ich, wie viel, 10 Euro oder wie viel kostet Minecraft, dann kannst du auch Lego spielen. 20 ja, Euro mittlerweile doch, ja. jetzt, weil es. Na gut, da gibt's hier, die meisten Sachen sind nur 6 bis 14. Ach so. Ich will nicht mehr über Little Big Planet 2 reden, mach weiter, wir haben so viel vor uns. Oh, der nächste Teil, den will ich ankündigen, weil ich ja den gespielt habe. Gibt es raus. Dead Space 2, genau. Dann kam Dead Space 2 raus. Sollte ja, eigentlich ist es schwierig, weil das Spiel kam einen Monat später bei uns raus, im Februar. Ja, ist völlig egal, aber ja, für viele Leute kam es eben schon, die nicht wussten, dass es in Deutschland ungeschnitten kommt und sowas, die haben sich natürlich schon vorbestellt aus ja, Großbritannien, Österreich oder sonst irgendwoher. Und deswegen denke ich, dass hierzulande viele schon im Januar gespielt haben, besonders die Hardcore-Fans. Ja, ich nicht. Ich bin auch im ersten Mal. Ich glaube, du wirst mit dem zweiten viel mehr die Freude haben, weil es nicht so gruselig, also nicht so gruselig ist. Der erste ist auch nicht unbedingt gruselig, der ist nur erschreckend. Ich find, atmosphärisch. Ich finde Dead Space immer nicht so der Gruselschocker, aber es hat eine geile Atmosphäre, so audiovisuell. Ja, die Atmosphäre ist halt wirklich der Hauptpunkt bei dem Spiel, weil du bist halt wirklich in dem Spiel drin. Gruselig ist es jetzt nicht, weil Lüftungsschacht gleich Monster. Ich weiß, dass ein Monster kommt, aber dann schreit das rum, es rennt auf mich zu und ich muss ihm die Arme und den Kopf abtrennen. Oder und die Prise Lichtflackern nicht vergessen, bitte. Und das und dann noch die Fliegen, die da rumschwirren und macht so ein unangenehmes Gefühl die ganze Zeit. Und wie ist das jetzt unbedingt? Ich muss sagen, ich habe versucht, im Vorfeld nichts anzuschauen. Keine Trailer, keine Infos oder sowas. Hat mich jetzt aber auch nicht so richtig überzeugt, weil dann halt das Spiel doch genauso ist wie Teil 1. Vielleicht noch ein bisschen actionreicher. Ich glaube, ich hab das Spiel jetzt, weil ich nämlich den Game One Plauschangriff nochmal angehört habe, auch der Jahresrückblick, habe ich das Spiel nochmal angefangen. Und um mich nochmal zu überzeugen, weil ich gedacht habe, das hat so wenig Eindruck hinterlassen, das kann doch nicht sein. Und habe ich das nochmal angefangen. Und die ersten 2 Stunden sind auch wirklich geil. Also da voll viel Atmosphäre und audiovisuell sowieso voll brillant und geile Action-Szenen im Zug und so. Ey, wer knuspert da? Bonnie. Alter, knusper nicht so rum, du Schwein. Sorry. Okay. Matthias ist dagegen allergisch. Ist so. Irgendwie bei Ronny und Yeti, so mal kurz zur Aufnahme, so, wenn ihr nicht redet und jemand anders redet, dann wird die Sensitivität von eurem Mikrofon stärker und dann hört man euch atmen. Auweia. Bei mir? Okay. Ja. Dann. Das war ein Dauersinn, Matthias. Sich daran. Ja, dann mach ich so. Besser, ja, oder? Ja. Okay, Dead Space 2 hat halt eine coole Zugszene, wo man dann später Kopf überhängt. Das finde ich total geil. Aber was mich jetzt beim zweiten Mal wieder sofort in Erinnerung gekommen ist, was ich voll vergessen habe, das Spiel wird so monoton. Du bist nur noch, also ich glaube, diese 15 Stunden Spiel, davon kannst du 5 Stunden abziehen, da bist du nur noch irgendwie mit Gegnerwelle an Gegnerwelle, Raum für Raum, es ist immer gleich, Gegner kommen, du schießt die Beine weg, und das hat mich irgendwann mal im zweiten Teil total genervt. Das erinnert mich so ein bisschen gerade an Uncharted, ich weiß nicht wieso. Irgendwann diese frustrierenden Ballersequenzen, die viel zu oft vorkommen. Ja, aber sonst im ersten Teil. Ja, aber bei Dead Space 2 war es halt so, also der erste Teil hat mich total überrascht. Du wusstest ja nicht, was kommt. Da waren halt manchmal so, es waren ganz viele verschiedene Szenen, die vielleicht nicht so stark abwechslungsreich waren, aber sie haben sich so angefühlt. Und bei Dead Space 2 habe ich das Gefühl, du läufst die ganze Zeit rum, von einem Raum zum nächsten. Es gibt nur wenig Räume, die sich komplett unterscheiden. Und deswegen hat mich das einfach nur noch voll genervt. Und besonders zum Ende hin wird es abartig schwer und frustrierend. Also das, ich hab da letztens gehört, ich bin ausgerastet. Ich habe da fast meinen Computer kaputt gemacht wegen dem Scheißspiel. Aber naja, es ist halt irgendwie dann doch geil, weil sie lassen sich immer was einfallen, so was Szenen angeht. Es gibt da richtig geile Szenen. Und die Story hinter dem Spiel ist auch cool. Kann man denn, also ich habe jetzt nur Dead Space 1 gespielt und 2 habe ich angespielt. Was sind denn so die großen Unterschiede von den zwei Spielen? Hat sich da irgendwie gameplay-technisch oder irgendwas riesig was getan?
Also Außer, zunächst, dass der Hauptheld jetzt redet, ne? Was das eine ist jetzt die große Sache größte wäre. Neuerung, da müssen wir gleich mal ein bisschen eingehen. Also, was auf jeden Fall sich verändert hat, zum Beispiel, es gibt ja diese Vakuum, also Schwerelosigkeit. Beim ersten Teil bist du immer du hast solche komischen Bunny-Jumps gemacht und beim zweiten Teil kannst du dich jetzt frei bewegen in dem Du dann so luftleeren einen Raum. Rocket-Suit an, oder wie ist denn das, Nee, nee, dass du dich in einem Vakuum frei bewegen kannst? du drückst einfach auf eine Taste und dann kann sich Isaac vom Boden abheben und du kannst sozusagen ganz normal dich frei in der Luft bewegen, wie jetzt, wenn du so ein Raumschiff fährst oder so. Also, das ist ja luftleer und du kannst Ja, ja. ich meine, der muss doch irgendwie Düsen an sich dran haben. Es Ja, gibt das klar, physikalisch für mich keinen Sinn. er hat an seinem, natürlich, er hat an seinen Füßen so Düsen, da kannst du auch, ja, aber ich meine, wenn der schwerelos ist, dann schwebst du in der Luft, was los? Ja. Düsen so Düsen. Ja, ich meine, wenn du schwerelos bist und hüpfst, dann hüpfst du eigentlich nur in eine Richtung. Es sei denn, du hast irgendwie Düsen oder so ein Zeug, wo du in die andere Richtung Ja, fliegen richtig, kannst. der hat so Düsen an seinen Ah, Füßen. okay. Das Düsen sind cool. Gut, dass wir über Düsen geredet ja, haben. Das genau. hat mich jetzt interessiert. Ansonsten hat sich da meines Erachtens nicht unbedingt Gibt es viel denn, verändert. Noch im keine ersten neue Teil Waffe, waren noch nix. diese Space-Teile, also wo du außerhalb des Raumschiffs bist, ne? Und die Ja, das da. Weltraum so gesehen hast. Ist beim zweiten Teil noch mehr gemacht ein bisschen? Ja, da gibt es eine Stelle oder gibt es einige Stellen, wo du auch wirklich auch große Areale hast. Zum Beispiel, du musst Satelliten ausrichten. Da hast du wirklich ein großes Areal, wo du hin und her fliegen musst mit diesen Düsen halt. Aber die waren nicht so spektakulär, weil du halt das schon ein bisschen gewohnt warst. Und besonders, weil in dem Spiel war es halt kein Highlight mehr, fand ich. Also ich weiß nicht, ich fand auch diese Raumstation, diese Titan Station. Die fand ich auch nicht mehr so spektakulär. Also die Ishimura war was ganz, du wusstest nicht, was da ist, du konntest davon nicht weg. Und Titan Station war so, ja, war ganz nett, aber es waren viel zu viel gleich aussehende Räume und so. Das hat mich nicht mehr so. Ich Wie weiß ist denn nicht. das mit dem das Gegnerdesign und so? Wurde da viel recycelt und so? Die Necromorphs sind ja wieder mit dabei, ne? Ja. Aber gibt es da jetzt auch irgendwie viele andere Gegnertypen, die es davor nicht so wirklich gab? Oder war es so im Prinzip dasselbe? Ja. Ja, also ich kann nur sagen, es sind so eigentlich die gleichen. Ich glaube, es gibt ein, zwei neue Gegnertypen. Es gibt so kleine Babys, die auf dich zukrabbeln, die explodieren dann in deiner Bäh. Nähe und so. Ja, das ist dann. Oder auch so kleine Kinder, die in Massen kommen. Bäh. Ja, so wie Hör bei. auf zu Das, die, erzählen, Kopfkino. die sehen ja auch so aus wie die von Dantes Inferno, die Kinder. Ah, okay. Aber Die fand ich cool. Ja, ich weiß nicht, Das hat Spaß gemacht, ich bin zur von Dead Stelle Space zu. 2 ein bisschen ernüchtert, aber es ist halt kein schlechtes Spiel. Ich meine, es ist nur so eine Enttäuschung, weil ich glaube, im dritten Teil, mit der gleichen Mechanik, der wird echt für mich nicht mehr so interessant sein. War es also quasi mehr so ein Dead Space 1.5 als. Ja, es ist schon eine Fortsetzung. Ich meine, was soll man denn. Das Spiel war ja im ersten Teil richtig gut. Was soll man denn da noch ändern, ne? Also, es ist halt nur so im Auge des Betrachters. Ich habe da mir ein bisschen mehr erhofft, so. Oder sehr, sehr schnell gemerkt, dass die Mechanik zwar cool ist und die Steuerung alles super funktioniert und die Atmosphäre geil ist. Man muss auch dazu sagen, dass Matthias ein riesengroßer Horrorfan ist, der schon in allen möglichen Formen abgehärtet ist, was Horror angeht, und er Ja, wirklich so ja. gut wie nicht zu erschrecken ist. Außer ich nehme jetzt ein paar Chips und fange das Knuspern an. Ansonsten. Ja, wie fandest du das denn, Ronny? Du hast auch gespielt. Nein, eben nicht. Ich habe den Nein? ersten gespielt. Den zweiten habe ich nicht gespielt, Ach ne? so. Ja, ich bin schon Leider. abgehärtet. Ich habe immer das Problem bei Dead Space, sage ich immer wieder. Du bist halt nicht hilflos. Du bist zwar ein Mechaniker, aber du hast ein Arsenal an Knarren dabei. Richtig. Wenn ein Gegner kommt, du weißt ganz genau, was du machen musst. Die Routine ist sofort da. Beine weg, sofort und so. Allein schon dieses, du bist schon auf der sicheren Seite, wenn du halt ein fettes Magazin hast. Und deswegen ist Dead Space für mich nicht Horror. Es ist halt ein stimmungsvolles Gruselspiel, aber bei weitem nicht irgendwie Horrorspiel. Also Ein Amnesia oder so. Da habe hatte ich ich ja schon ein so viele Sachen. Ja. Riesenproblem beim ersten Teil. Ich habe irgendwie am Anfang nicht wirklich mitbekommen, dass man denen die Körperteile abschießen muss, damit eine Munition irgendwie rauskommt aus den Körperteilen. Ja. Und deswegen habe ich immer blöder auf die zugeballert, halt Es manchmal wird unten ja Cover nicht ab nur oder so. dreimal gesagt und auch in der Ja, richtig, hier aber ich hatte nicht Stimmensequenz. wirklich drauf Leute, geachtet. ihr müsst drauf achten. Schießt ihnen die Körperteile ab. Wenn ihr das Ja, nicht ich. macht, braucht ihr zu viele Schuss für sie. Achtet da Ja, drauf. das habe ich nicht so Aber wirklich Ron. ernst genommen. Ich habe gedacht, na gut, Herz und Kopf und sowas, weißt du, und halt voll drauf. Und deswegen hatte ich ständig während dem ganzen Spiel tierisch Munitionsmangel. Das hat mir irgendwie das Spiel ein bisschen kaputt gemacht. Also es war nicht wirklich so, dass ich jetzt ja so ganz vorsichtig damit umgegangen bin mit meiner Munition und dann alles noch mehr Spannung hatte, sondern
Ja, das ist einfach scheiße mit der Zeit. Die Actionsequenzen in Teil 2 nehmen halt im Laufe des Spiels zu, weil du halt permanent nur noch von solchen Necromorphs attackiert wirst. Und deswegen wirst du sofort auch abgehärtet, was den Grusel angeht, weil du genau weißt, dass was du machen musst, weil du schon so viel andere Necromorphs davor weggeballert hast. Ich finde, das hätten sie vielleicht... Deswegen, die ersten 2 Stunden sind so brillant. Das hat richtig gut angefangen. Aber dann, am Ende so, dann gibt's... Es hat ein cooles Ende auf jeden Fall. Das fand ich auch sehr schön. Aber ich weiß nicht. Also, es hört sich jetzt so an, als ob ich das Spiel verbashen würde. Aber eigentlich ist es cool. Nur ich bin ein bisschen enttäuscht. Das ist das Problem. Hat man denn die Story direkt miteinander verknüpfen können mit dem ersten Teil? Weil zwischendrin war ja noch... Das Spiel drei Jahre nach Dead Space 1. Ja, was dazwischendrin passiert ist, kriegt man nur mit, wenn man diesen Comic, glaube ich, gelesen hat. Oder ja, ey, das ist auch so eine Sache, ey, die schlachten dieses Universum jetzt auch komplett aus mit Animated Comics und Filmen und so. Ich weiß nicht, sollte man einen Film mit richtigen Menschen machen. Der wäre bestimmt gruselig. Ja, der wär cool. Aber dann haben sie schon Aliens. Ja. Machen wir aber weiter. Machen wir weiter und zwar mit einem Superspiel, nämlich Magicka. Mein Lieblingsspiel dieses Jahr. Absolut Kai, awesome. Schieß los. Also, Magicka kann man, glaube ich, am besten mit Diablo oder sowas vergleichen. Also von der Steuerung und so weiter her. Der einzige Punkt ist, dass es besser aussieht und viel cooler ist. Ja, beste Begründung. Das sind schon mal 2 Punkte. Ich muss direkt sagen, ich finde es überhaupt nicht wie Diablo. Es ist halt isometrisch. Du musst Gegner kloppen, aber allein schon die Steuerung, du hast auf dem Tastatur, du spielst auf, das ist ein PC-Spiel, du hast die Tastatur mit W, A, S, D, bla bla. Und da hast du auf diesen Knöpfen, die ich gerade genannt habe, hast du halt Magiesprüche wie Feuer, Wasser, Luft und so ein Schmarrn. Und mit diesen ganzen Sachen, die kannst du so kombinieren, dass so krasse Magie-Effekte rauskommen. Und das ist halt der Spaß dran. Und ich finde die Steuerung, ey, ich habe da so viele Probleme, immer noch. Ich finde das total kompliziert. Ja, weil du hast da unten so viele Symbole. Ja, was ist jetzt nochmal Eis? Oh Mann, der Scheiß. Bruch. Friend of Fire. Tot. Mein eigener Freund ist tot. Aber, oh Mann, das habe ich aber ja vorige Tage mit Sango und Rako auch wieder gut hingekriegt, ey. Ja. Ich muss sagen, ich hab das Spiel überhaupt nicht gekannt. Ich habe gedacht, das wäre so ein Kartenspiel oder so. Und, so, so ein und dann hat mir, ja, ich weiß nicht wieso, so Magie-Kartenspiel. Und dann hat mir ja, da gibt's doch auch nicht auch so das heißt ein Kartenspiel aber Magic. Mit. Magic. Ah, genau, ja, Magic. Ich habe das immer verwechselt. Magic the Gathering oder irgendwie sowas. Genau. Dann hat mir der Rako halt uns das empfohlen, so zur Weihnachtszeit, glaube ich, so, ne, uns allen. Wir haben uns das dann gekauft, so angefangen zu zocken und ich habe gemerkt, ey, was für ein witziges, also es nimmt ja alles auf die Schippe, was Fantasy angeht und was für ein total geiles, kluges Konzept das ist. Es ist total lustig, also zu viert sowieso awesome, aber Chaos pur. Allein kann dieses Spiel, die Spieltipps im Spiel, da wird auch Chuck Norris nicht außen vor gelassen. Da heißt es immer, wenn du in einem ewig langen Ladescreen bist, heißt einfach mal, wie war das, Kai? Sei froh, dass Chuck Norris nicht mitspielt, wärst du tot. Also, Chuck Norris gibt es nicht in diesem Spiel. Aber wenn er da wäre, hättest du schon längst verloren. Genau, richtig. Ja, es ist witzig einfach nur. Also, wenn es denn so ein tolles Spiel ist, wie kommt das denn, wie könnt ihr euch das erklären, dass es nicht wirklich so bekannt ist und das nur... Ja, weil es nur auf Steam war, ne? Ist das also ein Arcade-Spiel oder ist es ein Vollpreisspiel oder wie kann man sich das vorstellen? Also es ist ein Indie-Game, was über Steam zum Beispiel zu erwerben ist, kostet es momentan, ich glaube 10er kostet es nur. 10er, so. Ja. Es ist, wir haben es jetzt eigentlich auch reingetan, wir haben jetzt gerade geredet, wir wollen jetzt nicht alles Unbekannte reintun, aber weil wir jetzt auch alle gespielt haben und weil wir es so geil fanden, haben wir es einfach jetzt drin gelassen, weil ich kann es echt, also ich persönlich und Kai bestimmt auch, der feiert das ja sowieso. Awesome. Wir können es nur empfehlen. Das ist total witzig und spaßig. Kann man sich das Spiel dann auch als Vollpreisspiel für die Konsole vorstellen? Bestimmt, ja. Könnte ich mir, ja, aber wie geht das dann mit den Knöpfen? Mit den Elementen. So viele Attacken, mit den Elementen, das sind so viele. Du brauchst doch nur die eine einen Trigger, um zu laufen und gleichzeitig gibst du ja mit dem auch die Richtung an. Dann hast du auf der Xbox zum Beispiel B, X, Y, A. Kannst du schon mal für draufhacken, dann hast du die 4 Schultertasten, dann hast du noch das Steuerkreuz. Wie denn, wenn du mit Trigger läufst? Was für mit Trigger laufen? Du hast ja nicht 4 Schultertasten, sondern nur 3. Nee, du läufst nur mit dem Linkstick. Ach so, ja, doch, du hast recht. Okay, ja. Entschuldigung. Ja, aber ist mit dem Steuerkreuz. GT läuft mit den Schultertasten. Ja, aber das Steuerkreuz auch. Du hast recht, weil es zwar ein bisschen überladen, so, du musstest wissen, welche Elemente sind jetzt hinten, welche vorne, aber ist ganz okay. Ich glaube, das würde, glaube ich, doch hinhauen, so.
Würde ich mir auch sofort, glaube ich, für die Konsolen auch nochmal holen. Ey. Scheiße. Du hast es auch nicht mehr auf dem PC. Es liegt an der Steuerung, hat er gesagt. Also. Na gut. Das wären eigentlich so die großen Titel, die wir, oder die großen interessanten Titel, die wir für den Januar haben. Ja, in diesem Jahr. Und Dingens folgt ja jetzt bald noch von uns, ne? Hier Magica durchzocken und so. Genau, Magica durchzocken. Ja, richtig. Hoffentlich. Ja, dann gehen wir direkt weiter zum Februar. Das hat mit einem Rennspiel angefangen. Und ich geh pinkeln. Rennspiel ist nichts für mich. Was kommt jetzt? Test Drive Unlimited 2. Oh, da hatten wir letztes Mal eine Diskussion drüber, oder nicht? Hatten wir schon, ja, ne? Das war mit diesem, der Poolparty am Anfang. Ja, genau, so. Poolparty, diesem Typen, der oh. sagt. Ja. Oh, was für ein unfassbarer Schrott, ich will gar nichts dazu sagen. Es tut so weh. 60 Euro damals, 60 Euro. Dieser Steel Case, Alter, ich erinnere mich noch. Ich bin aus der Schule gekommen und hatte Geld dabei, wollte mir unbedingt was Neues kaufen. Dann sehe ich dieser schicken Steel Case. Oh, jetzt ist schon verdammt, 2, ey, geil. Am nächsten Tag zurückgebracht. Ist das so schlecht, oder was? Was ist denn daran anders? Sorry. es gibt eine Story. Ich hab's nur einen Tag gespielt. Raphael, sag ich schon, Alter. Rodriguez, bitte löse mich mal ab. Ich will, ich kann nicht. Ja, es ist irgendwie so, du bist jetzt so ein cooler Typ, der auf eine Poolparty geht oder Poolparty eingeladen wird, wo lauter reiche Golfer und so sind. Weißt du, diese Young High Society, die alle ja reich sind und jung und so, ne? Und wie war das? Da kommt, glaube ich, so eine Frau zu dir und die sagt, wärst, wenn du Rennen fährst. Mhm. Keine Ahnung, so ziemlich blöde. Und dann fährst du Rennen. Spannung pur. Ja. Und das Problem ist halt so, wärst, wenn du Rennen fährst. Und ich habe mit diesen Polo-Typen zu tun, die dich die ganze Zeit zulabern und wie cool sie doch sind und wie reich und so ein Zeug. Also, na. Ja, aber es geht ja immerhin um Rennspiel. Das heißt, wie ist die Fahrphysik, wie ist die... Es ist ja Open World wieder, ne? Wahrscheinlich. Auf eine Nach Insel der Opening-Sequenz haben die meisten ausgemacht und das Spiel zurückgegeben. Ja. Keiner weiß, wie es sich spielt, aber... Vater hat es leider nicht gekauft, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Aber das also ist den ersten Teil gesuchtet. Ich weiß, dass ich unfassbar frustriert war, dass ich so gut wie nie gegen irgendwen habe fahren können. Es ist so, du fährst über diese Insel und du siehst die anderen auch und wenn du dann irgendwie eine Taste drückst, dann kannst du gegen den fahren. So, dann fängt schon mal an, dass du erst einmal gar keine Leute findest, weil diese Insel unfassbar riesig ist. Wenn du einen findest, wenn du Glück hast, dein PC das mitmacht und die Internetleitung aktiv ist und standhaft, dann kannst du Glück haben, wenn er einen annimmt, ne? Genau, ich meine, du musst ja auch zusagen, das ist wie so in World of Warcraft. Und jetzt hör zu, und dann ist es meistens so, dass die anderen sowieso immer fünfmal schneller sind als du, dann ist der schon 2 Kilometer voraus und hast du keinen Bock mehr, brichst du ab. Ja, und dann sag mir, wo du die Motivation hernimmst, dass du weiterspielst. Ja. No way, Alter, ne. Also ich meine, so an Karren und an Strecken und an Grafiken und so hat es ja nicht gefehlt, das war ja alles geil. Aber ich glaube, die Physik war auch nicht so geil und es hat sich nicht cool gesteuert. Und ich meine, wenn ich keine Rennen fahren kann, wirklich... über eine Insel fahren kann ich mit meinem Privat-Porsche auf Hawaii ja auch privat, also da brauche ich ja keinen Test-Drive und Limited. Richtig, also. Richtig. Honda hat erkannt. Du warst doch der Typ auf der Koks-Party da. Wie? Polo-Hemd. Chetin, woher weiß er das? er hat uns erwischt gesagt. Also, kann ich mir das einfach vorstellen wie Burnout Paradise, nur scheiße. Alter, ich hasse. Kann ich mal ganz kurz was sagen? Ich bin jetzt zwar kein Rennspiel-Fan, aber ich finde so ein Open-World-System mag ich nicht. Ich habe Burnout Paradise mal gespielt. Du weißt ja nicht, wo du abbiegen musst, wenn das so schnell ist. Ja, da heißt dann, du kannst deine Strecke selber suchen und wie toll das doch ist, aber das will ich gar nicht, weißt will du? Will ich auch nicht. Nee, aber die Strecken sind auch vorgegeben. Du hast dann, wenn du ein Rennen fährst, bist du so einem Checkpoint dann und dann hast du auch die vorgegebene Rennstrecke. Aber da sind die anderen Wege doch gar nicht abgesperrt. Ich habe manchmal das Problem bei so Open-World-Rennspielen, dass ich dann einfach, wenn andere Wege nicht abgesperrt sind, dann sehe ich manchmal gar nicht, fahre ich jetzt hier geradeaus oder rechts und dann fährst du geradeaus, guckst auf die Karte und denkst, oh weia, ich fahre schon wieder zurück oder das, weißt du so. Also ich kann mich nur vom Vorgänger erinnern, dass es wirklich abgesteckte Rennstrecken gab. Aber es gibt bestimmt, wirklich keine Ahnung, also tut mir leid, es gibt bestimmt auch Modi, wo du wirklich frei fährst, annimmst und sofort losfährst. Kann ich mir vorstellen. Und dann tritt das genannte Problem bestimmt. Ja, damit kann ich spiel lieber Wheelman oder sowas. Okay. Wir sollten euch einfach weitergehen. Ja, genau. Machen wir direkt weiter zu Back to the Future, The Game von Telltale. Telltale hat sich da... JT lacht.
Wir lachen alle, weil wir noch gesagt haben, wir nehmen das raus, aber egal. Haben wir gesagt, das ist noch in der Liste drin, aber... Rodriguez, du bist so doof. Ey! Ich hab's nicht gespielt. Aber ich würde es gerne mal spielen. Ja, ich würde es auch gerne mal spielen. Ich bin riesen Zurück in die Zukunft-Fan. Also, Filme sind... Reden wir doch einfach über die Filme, oder? Die sind großartig. Ich weiß, dass 2012 nicht die Erde untergehen Alter. Wird, weil genau. Martin McFly 2015 in die Zukunft geflogen ist. Richtig, genau. Nee, wenn wir jetzt über die Filme reden, das wird sowieso schon wieder ein 4-Stunden-Podcast, wie ich das sehe. Und dann wollen sie alle, dass reden, wir einen Podcast über die Filme machen. Ja, und dann wird es nämlich ein 11-Stunden-Podcast. Nee, aber so wie man das alles so mitbekommen hat, haben die Leute von Telltale grandiose Arbeit geleistet, gute Synchronsprecher dafür bekommen. Und ja, man merkt immer wieder irgendwie während dem Spiel irgendwelche Kleinigkeiten, die man auch aus dem Film kennt. Was ich geil finde, ja. Bei Telltale ist, die haben ja unfassbar viele geile Lizenzen, außer Jurassic Park haben sie auch bis jetzt keine richtige verbockt. Aber ist er noch nicht draußen, oder? Jurassic doch, Park? Doch, das ist doch, ja ein Quicktime-Event-Dings. Okay. Das ist total scheiße. Ich dachte, die hätten es wieder eingestampft und wieder neu gemacht. Nein. Was ich aber sagen wollte, ist, ich frage mich immer, wenn ich so lese, Telltale Games macht jetzt ein Back-to-the-Future-Spiel, ja, wie wollen die das denn machen? Aber anscheinend schaffen die das wirklich. Die können irgendwie packen die das. Ich meine, ich hätte auch nie erwartet, dass man aus Wallace and Gromit ein cooles Point-and-Click-Adventure machen kann, ja? Und sie haben es nochmal geschafft. Und die schaffen das. Also, das ist wirklich. Aber, was ja auch irgendwie in diesem Jahr ein kleiner Skandal war, es hieß, dass Telltale sehr gerne Metacritic-Wertungen nach oben treibt, um ihre Wertung halt immer noch. Ich weiß nicht wie oder ob das jetzt wirklich auch so wahr ist, aber das war so ein kleiner Dämpfer für das Studio. Irgendwie aber schade, ist mir egal, weil ich mag Telltale. Weil ich glaube, das sind Leute, die nicht wirklich auf Profit und so aus sind, weil die machen die Spiele ja tatsächlich. Ja, ich meine, wenn man die Spiele mal gespielt hat oder sich mal ein paar rangewagt hat, dann sieht man da wirklich, dass da wirklich Fans dahinter stecken. Ja, aber ich mag nicht diese Episodensachen. Dass man ja, halt nee, das überhaupt nicht. Ich mag diese Staffeln und sowas nicht. Boah, das hat auch so angefangen so mit Monkey Island, Return to the Narwhal oder irgendwie sowas, ne? Ja. Der ist hier auch Sam & Max und sowas. Also ja. Das Staffel 1, Staffel 2, ich blick da auch gar nicht mehr durch. Wir wollen gar nicht erst mit Sonic 4 anfangen. Oh mein Gott. Da kommt ja bald die zweite Episode raus. Also ja. Toi Toi, ne? Mit Tails. gut, dann haben wir Back to the Future sehr kompetent abgehandelt. Kommen direkt zu Marvel vs. Capcom 3. Was fällt Fate of the Two Worlds. Irgendjemand isst Müsli? Nee, ich hab mir Bier gemacht. Ah, ja, Müsli, Alter. Ein Bier meinst... passend zum Spiel, weil das Spiel, das kann man einfach nur genießen. Ja, ich finde es auch sehr toll. Ich habe es zwar selber, besitze es zwar selber nicht, aber muss sagen, also jetzt so, das ist im Gegensatz zu Street Fighter zum Beispiel, es ist total einspielerfreundliches Beat'em'up. Sag nicht Blur zu Street Fighter, halt die Fresse. Ja, ich mag's nicht. Selber schuld. Ja, richtig. Also, ist ein sehr einspielerfreundliches Beat'em'up wegen dem Easy-Modus da. Okay, wer den benutzt, ist allerdings auch selber schuld. Denn wenn man die ganzen Kombos rausfindet, macht es nämlich noch mehr Spaß und selbst Buttonmash macht bei dem Spiel Spaß. Ist ja, das nicht das Spiel, das wir das Tango gespielt haben bei der GameCube? Ja, klar. Das hat Spaß gemacht. Du kannst, also Marvel vs. Capcom, ich habe keinen Teil vorher gespielt, ich bin auch gar kein Beat'em'up-Experte, aber allein schon, dass man halt so viele Capcom- und Marvel-Kämpfer sich aussuchen kann und dann halt drei auch noch auf einem Team hat, das fand ich total faszinierend. Dachte mir, ich hole mir das mal blind und. Was war nochmal dein Siegerteam? Ich habe ja drei oder viermal siegen müssen. Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich dann halt natürlich auch wegen dem Beef mit Rainer Schauder verinnerlichen musste, also wie ich mich damit auseinandersetzen musste. Und dann habe ich gemerkt, wie unfassbar komplex das Spiel ist, was da für Kombos und Möglichkeiten sind und so. Da habe ich mich wirklich so ein paar Tutorials angeguckt und seitdem weiß ich auch, dass das Spiel zwar Buttonmasher-freundlich ist, weil wir haben auch in Sango gegen Jana und so verloren, die Pet vielleicht einmal im Monat anpackt und die hat gegen uns gewonnen und so, das ist nicht so schwierig, aber wenn du wirklich mit Ernst und mit Konzentration kämpfen willst, dann kannst du das auch und dann macht's richtig Bock. Es ist zwar sehr unübersichtlich, voll viele Effekte und Farben, aber wenn du richtig da drin bist, dann verstehst du auch jede Attacke und so, das ist ganz geil. Ich fand aber, Capcom hat da ein bisschen die Fans
ja, die Fans ein bisschen ärgert, weil sie am Anfang viele Charaktere angekündigt haben, die dann nicht ins volle Spiel reinkamen. Ja. Und dann haben sie später einzelne Charaktere für unheimlich viel Geld. Wie haben das? Nee, das war doch ein bisschen anders. Nee, die haben zuerst die einzelnen Charaktere rausgebracht oder ein, zwei Stück haben sie rausgebracht. Und dann kam diese Japan-Katastrophe, ne? Und dann haben sie ein neues Spiel rausgebracht, ne? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nee, weil die wollten zuerst, die haben doch gesagt, sie bringen jetzt jeden Monat oder jede Woche irgendwie einen neuen Charakter raus. Und zwar für die nächsten 10 Monate, glaube ich, oder sowas war es. Und jeder Charakter kostet da, wie viel waren das, $10 oder so? Ist ja voll. Also das war schon Witz. Das war schon sehr lächerlich. Und wenn man neues für seinen bestehenden Charakter eine neue Kleidung kaufen wollte, dann hat sie auch $5 gekostet. Das war, ja, das viele Fans sehr verärgert. Ich war auch irgendwie sehr überrascht zu sehen, dass die dann am Ende des Jahres Ultimate Marvel vs. Capcom 3 kam, mit ein paar neuen Kämpfern, ein bisschen aufgehübschtere Interface, aber dann auch nochmal für den gleichen Preis. Also nee, komm, Leute, ja. Sowas gefällt mir einfach nicht. Haben sie, ich habe ein bisschen entschuldigt wegen der Fukushima-Sache, dass sie da irgendwie die letzten Monate keine neuen Charaktere rausbringen konnten und das packen sie jetzt alles in ein Vollpreisspiel fertig. Boom. Ach so. Stempel drauf. Ja. Naja. Und 0% gehen nach Fukushima. Ja. Ja, das sowieso. Gut, Bulletstorm. Wurde ja groß angekündigt. Deutsche Version habe ich mir sagen lassen, ist scheiße. Na, echt wirklich? Ich habe voll überrascht, dass überhaupt rauskommt, ey. Ja, aber dafür halt die Importversion, die böse. Ja, ich meine, reden wir einfach mal darüber, was wir vom Bulletstorm erwartet haben, weil es war ja riesengroß in der Presse, auch wegen dem Duty of Calls. Die haben ja eine riesengroße Pressesache da gemacht, die auch ziemlich lustig war. Ich finde die ganze... Boring. Dieses ganze Pressezeug, was alles vor Bulletstorm war, hat eigentlich mehr Spaß gemacht als das Spiel selber. Ja, also, ich habe zwar nicht gespielt, nur die Demo. Richtig. Also ich habe mir echt... hat das nicht gereicht? Ich habe mir halt vom Kumpel sagen lassen, der die Importversion hat. Die Importversion, also er hat beide Versionen. Halt die deutsche Version hat er sich einfach mal zum Angucken dann vom Kumpel ausgeliehen und er muss echt sagen, die Importversion lohnt sich auf jeden Fall, weil dann die ganzen Gags mit den... du kriegst ja fürs Zerstückeln von den Gegnern halt auch Punkte irgendwie. Ja, Kill with Skill halt. Ja, Kill with Skill. Und da sind, halt so, da sind halt zum Beispiel so witzige Sachen, wenn du dem den Oberkörper wegschießt, steht dann rechts oder links an, also weiß ich mir, wo das ist, 100 Punkte für Topless und so ein Blödsinn. Finde ja. Ich halt, ist halt also auch wieder lustig. Ich weiß, dass ich furchtbar angehypt und angefixt vor dem Spiel war. Ich weiß noch, dieser eine Trailer, der mit dem Nine Inch Nails Song verbunden war und unterlegt war. Ich und ein Kumpel waren da immer wirklich, haben uns gedacht, so, Alter, verdammt, das wird das Spiel, ey. Wirklich mit diesem Gegner herziehen und treten und herziehen und treten und Moment mal, das ist ja müde, das Gleiche. Und genau das war's nämlich. Wenn du da wirklich Gameplay-Sachen geguckt hast, die haben sich immer nur zueinander hergezogen und in den Kaktus getreten oder in eine Schraube getreten und das war's. Ja, und oh Mann. Und damit ist das Spiel gestorben. Also es hat unglaublich viele Erwartungen gehabt. Ich meine, bevor Bulletstorm und das andere war, da hieß es die ganze Zeit, es gibt nur Call of Duty und fertig und das war's eigentlich. Und das ist Multiplayer und alle haben dann gedacht, hey, Bulletstorm ist endlich mal so ein Spiel, was sich nicht wirklich ernst nimmt, was wirklich Fun macht, so ein bisschen Unreal Tournament-Feeling auf die Konsole mitbringt. Oh ja. Und wo du dann endlich mal mit deinen Kumpels auch davor sitzen kannst und dich riesig freust, dass du ihm in die Eier getreten hast. Und aber wenn du das 20. Mal in die Eier trittst, dann macht's keinen Spaß mehr. Irgendwie. Ja, dann wird's auch lustig. Irgendwann stupid und langweilig und blöd. Woran ich glaube, für einen Abend ist das vielleicht ganz in Ordnung, aber ansonsten, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie... Ja, auf längere Dauer. Ich erinnere mich ja gut, tatsächlich, dass sich der Chris von Game One... Dass er damals gesagt hat, das ist wirklich das Spiel des Jahres. Hat er gesagt? Hatte. Ja, auf jeden Fall. Wir kommen gleich noch in den März, da gibt es auch ein Spiel, da hat er auch gesagt, das wird der absolute Hammer. kommen wir gleich dazu, Alter. Das ist, für mich hat der Mann einfach manchmal ein bisschen eine verblendete Nase, ey. Tatsächlich. Ja, im März. Aber gehen wir direkt mal weiter von der großen Enttäuschung Bulletstorm zu einem Exklusivspiel, nämlich Killzone 3 für die PlayStation 3. Ich hab's gespielt.
Erzähl ich, mal. Ich würde es gerne spielen. Ja, ohne Witz, ich kann mit diesem Universum nichts anfangen, ey. Das sind diese komischen Helgas, das sind so. Starship Troopers. Ja, so keine Ahnung, so, weißt du, die sehen halt aus wie die Nationalsozialisten, weißt du, so mit so einer Uniform, so einer schwarzen und keine Ahnung. Und ich fand den zweiten Teil ja total miserabel, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und den dritten halt mal ausgeliehen, reingelegt und der war ganz geil. Ich muss sagen, ich hatte echt. Ich fand den zweiten nicht schlecht, ganz ehrlich. Ich fand, ja, wir müssen ja nicht über den zweiten reden, aber beim dritten, die Steuerung war besser. Der Anfang von Killzone 3, die ersten paar Levels, die haben mich wieder so abgefuckt, weil ich weiß auch, das war auch ein Grund bei Killzone 2, weil diese zerstörte Welt, wo das Spiel gespielt hat, am Anfang von Teil 3, ist total lustlos und langweilig und Zweiter Weltkrieg-like. Aber dann später kommst du in so Pilzwelten, also so mit voll viel Farben und in so eine Eiswelt, wo du mit einem Jetpack fliegst und sowas. Mit so einem Jetpack hat richtig Bock gemacht und aber das Ding ist, das habe ich so vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie die Haupthelden heißen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es in der Story geht. Das ist so ein Spiel, das ist sowas von krass Fast Food. Also das habe ich so schnell gefressen und sofort wieder vergessen. Also das ist wieder keine Ahnung. Es ist kein Wunder, dass Game Monsters im Spielerückblick 2011 selbst vergessen hat, dass das überhaupt 2011 rausgekommen ist. ja, wie du schon sagtest. Es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, es kam auch viel zu schnell. Ich fand Killzone 2 war so. War das nicht irgendwie, Killzone 3 war doch irgendwie, sollte so diese 3D-Ära der PlayStation richtig einleiten. Habe ich nicht gespielt, aber. Echt? Sollte ja ganz gut. Ja, in 3D nicht. Ne, ich habe ja keinen 3D-Fernseher. Vor allen Dingen hat es ja auch sehr gut mit Move funktioniert. Als Ego. Genau, Move, das war auch so ein Ding. Move soll auch. War das schon, es hat doch später die Move-Steuerung dazu bekommen, ne? Nee, war von Anfang an. Mhm. Heißt, wann kam denn Move raus? Letztes Jahr. Also Move ja, plus 3D ist schon eine nette Sache, aber braucht man jetzt nicht unbedingt, finde ich. Braucht man nicht unbedingt, ist aber lustig. Ja, klar. Also cooles Gimmick. Ja, wir so haben und nicht brauchen und nicht haben, ne? Whatever Kai says. Kai gibt auch ein Step up. Und was so. Für ein. Ja, dann. Kommen wir direkt nach Killzone 3, dem Fastfood-Shooter, der ganz gut war, zum März. Und da hat angefangen mit Rift. Ich geh aufs Klo. Rift ist ein Klo-Spiel. Hat der Kai das? Ne, Kai, du hast nicht gespielt, ne? Ist nochmal kurz, was ist Rift überhaupt? Stehe ich auf der Liste, aber war das Strategie, oder? Ist es. Ein Ork. Ein was? Es ist ein MMORPG. Das hat schon am Anfang so ziemlich gut angefangen, so mit Hype und so. Das anscheinend ist jetzt so ein Spiel, du in der Welt kann es einfach mal passieren, dass ein Riss in der Welt, also im Boden, aufkommt und dann verändert sich auf einmal das ganze Spielverhalten. Die Leute in der Umgebung müssen sofort helfen und dass die Gegner, die dann da rauskommen, zunichte schlagen. Mehr weiß ich aber auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das gut angekommen ist. Ich weiß nicht, ob das Leute noch spielen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es einfach reingedrängt lassen. Am Anfang sagten sie, es könnte WoW Konkurrenz machen. Ja, wie das immer. Kommt zu jedem. Alles, was immer. Kommt, könnte WoW Konkurrenz machen. Aber dann ist es halt nicht so der Fall. Ja. Hat aber keiner von uns gespielt. Nein. Nee. Deswegen gehen wir direkt von Rift weiter zu Dragon Age 2. Jetzt haut mal vom Leder, Leute. Es hätte besser sein können. Finde ich scheiße. Besser. Finde ich total scheiße, das Spiel. Ja, du hast ja, weil der erste nicht. So gut war oder generell scheiße? Ich habe den ersten nicht gespielt und den zweiten fand ich kacke. Ich habe den, glaube so ich habe den eine halbe Stunde in der Konsole drin gehabt, als ich mir nach der GC vom Nico ausgeliehen hatte. Ich fand es absolute Rotze, ganz ehrlich. Es hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Ja. Worum geht es denn? Ich kann nicht mir das so. Ja, ich weiß nicht, so von Namen stelle ich mir das so ein bisschen Skyrim-mäßig vor. Irgendjemand wird umgebracht. Ja, es geht halt um einen Helden namens, wie heißt er, Joseph? Champion. Nein, der hat irgendwas mit J oder so. Ja, ich bin mir nicht sicher. James. Johann. Nein, auf jeden Fall, es geht darum, Jonas. Dass er mit seiner Familie während den Ereignissen von Teil 1 von der dunklen Brut abhaut. Ronny! Auf dein Mikro zu pusten, du von deiner Nase weg. Mach mal Dauersenden aus. Hat er ja gar nicht. Ach so. Auf jeden Fall geht es darum, dass du das Leben dieses Mannes mit seiner Familie verfolgst in einer Stadt namens Kirkwall. Und da fängt es schon an. Also das Spiel hat nur ein paar kleine Areale. Es hat eine Stadt, wo du drin rumläufst mit ein paar Gebieten. Mehr ist da nicht.
Und die Gebiete sind auch so linear. Du kannst wirklich wie bei Final Fantasy 13 nur nach vorne laufen und ab und zu mal rechts abzweigen, damit du dann irgendwie so eine irgendwas. Also es wird nicht mal so ein Open World nicht mal simuliert nicht, oder? Nein, gar nicht. Du kannst nur von einem Ort zum anderen springen und dann da halt geradeaus laufen. Ist das so, so ähnlich wie Darksiders, nur ohne Abzweigung? Gott. Ja, Darksiders ist ja eine offene Welt. Du kannst ja hingehen, wo du willst. Aber bei dem Spiel musst du wirklich auf einer Karte auswählen. Ich möchte jetzt in die, keine Ahnung, ins Waldgebiet von weiß nicht was. Und dann kannst du da gerade auslaufen. Und da hast du dann, und da kommst du auch mehrmals hin. Also Backtracking as its best, weißt du. Du bist die ganze Zeit in den gleichen Orten. Die Story, also es gibt ja keine richtige Story. Die wird ja, das Leben von diesem Mann wird ja immer in verschiedenen Kapiteln abgehandelt. Es gibt immer eine neue Bedrohung. Das heißt, es gibt keine große Bedrohung wie in Teil 1. Und ich glaube, dass Das größte Problem vom Spiel ist ja das Kampfsystem. Das ist ja nicht mehr Rollspiel-like, sondern halt fast schon Hack and Slay. Du drückst die ganze Zeit auf A. Ja, du drückst halt auf A, damit der Gegner mit Schwert schwingt und dann willst du die Attacken aus. Also wenig mit Rollenspiel-Anteilen im Kampfsystem. Also aber komplett das gute System von Dragon Age 1 komplett verworfen. Ja, guck mal, der Rako zum Beispiel, der hasst das Spiel, ja, weil er, als er angefangen guter hat, Mann. Rako ist halt ein Spieler, das ist so einer, der guckt sich halt ein Spiel ganz genau an, wie ist das Universum, wie sind die Leute im Zusammenhang so miteinander, und wenn es dann im zweiten Teil überhaupt keinen Sinn mehr macht, dann findet er scheiße. Das heißt, ja, in Dragon Age 2 ist das eben so, dass da werden Sachen von Teil 1 einfach total zunichte gemacht. Und das Universum. Ah, da war doch irgendwie sowas, der hat doch über so eine alte Frau geredet, die im ersten Flemeth. Teil ganz anders war. Oder so. Also Flemeth war im ersten Teil halt eine ältere Hexe, die noch sehr bedrohlich und mysteriös wirkte, und im zweiten Teil ist das halt so eine Ober-Mega-Tussi mit dicken Titten und ein voll Hörnern. Latex-Anzug halt. Ja, so also Sadomaso-Zeug. Ich meine, das hört sich aber schon interessant an, finde ich. Ja, aber es ist halt, und das finde ich halt auch, also ich habe mich jetzt nicht so tief in die Materie eingelesen, aber... Wie schreibt man die? Ich muss die googeln. Flamet mit TH am Ende, TH. Aber ich muss sagen, ich hatte trotzdem meinen Spaß. Ich weiß nicht warum, ich habe keine Ahnung. Ich fand das Character Development, so die Leute, die man trifft und mit denen man das ganze Leben verbringt und so, fand ich schon ganz cool und so, aber... es hat mich jetzt auch nicht so voll umgerissen. Es ist kein gutes Rollenspiel, aber ich meine, ich hatte da trotzdem diese paar Stunden meinen Spaß. Ja, der hat schon einen geilen Körper, aber die sieht halt alt aus, ne? Ja, alt aus. Und ja, in Teil 2 ist sie... Sie ist sehr alt. Ja, sie ist sogar alt. Sehr macht mir nicht wirklich an. Okay, gehen wir weiter. Hat kein anderer gespielt? Gut, nächstes Spiel. Ja, Dragon Age 2, Enttäuschung für Fans und sogar für Neuanfänger, wie zum Beispiel Kai. Kai. direkt danach kam Chris angekündigte Wende im Ego-Shooter-Universum. Oh. Endlich mal was anderes, das Antikriegsspiel überhaupt und atmosphärisch und wie geil und alles. Homefront. Bullshit. es heißt immer noch Homefront, aber unter Fankreisen und sowas, Ego-Shooter-Fankreisen heißt es Bullshit. Das habe ich ja sogar nicht gespielt. Jan hat also gespielt. Jan hat gespielt und sich total abgefuckt. Jan war ja voll gehypt von dem Spiel. Ja, ich auch. Ich war tierisch interessiert, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist, wenn das doch nicht so funktioniert? Deswegen habe ich abgewartet. Ich wollte das unbedingt spielen, weil Chris hat mich so heiß gemacht auf das Spiel. Ich wollte endlich mal so ein dreckiges Antikriegsspiel, wo du echt merkst, Mensch, das macht hier gar keinen Spaß und Atmosphäre und so ein Zeug. Und der hat uns erzählt, wie da so ein kleines Kind weint und du bist dann auch seelisch total zerrüttet und willst ihm dann helfen und dann kommen die Koreaner oder Japsen oder weiß ich, wer da kommt. Die Koreaner. Und dann kam es raus. Gut, dass ich gewartet habe. Und alles war scheiße. Ja, außer diese Roboter, den du steuern konntest. Der war anscheinend gut, ja. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich habe es auch mir irgendwann mal nachgekauft, weil ich von den ersten Tests so sehr ernüchtert war. Man muss halt dazu sagen, Chris von Game One hat uns so den Mund wässrig gemacht. Ich hab's ja schon gesehen. Es ist so unfassbar. Es wird so emotional und so. Ich muss sagen, die könnten zwei Stunden oder so. Die erste halbe Stunde war auch wirklich gut. Diese Szene, die er genannt hat und alles, was davor war. Mit dem Bus und so. Das war alles in der ersten halben Stunde. Und danach wird es der gleiche vorgescriptete, ich will jetzt Bullshit nicht sagen, aber es ist halt vorgescriptete lineare Shooter, wie es Medal auch bei Call of Duty und Medal of Honor hast. Und deswegen, ist ja klar, sowas macht immer Spaß. Also du zockst es halt so und denkst, ja, ist doch ganz cool, aber spätestens nach einer Woche hast du das vergessen, dass du es überhaupt gespielt hast.
Und deswegen war ich auch sehr enttäuscht. Ich wie weiß noch, das, ja? Darf ich auch sagen? Ja. Also, ja, cool. Ich weiß, dass ich denn, dass ich explizit den Multiplayer mal beim Kumpel angezockt habe, weil ich wirklich, ich war ja genauso wie ihr, ich habe ja gehört, verflucht nochmal, der Singleplayer kackt ja fürchterlich ab und im Multiplayer wird gar nichts gesagt. Der soll immer noch ganz geil sein, aber ich habe so das Gefühl gehabt, den hat eigentlich gar niemand gezockt, weil irgendwie stimmt. Singleplayer scheiße und wird abgegeben. Dann habe ich den Multiplayer angezockt und ich muss sagen, das ist geil. Der ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja, das ist ja, das kommt das ja von den Leuten, die Frontlines gemacht haben. Und Frontlines ja, waren online auch richtig gut. Das war genau das Gleiche, das ist irgendwie untergegangen. Und ja. Ich, wie gesagt, es hat Spaß gemacht. Entgegen alle meiner Erwartungen und Hoffnungen auch, weil ich dachte mir, so schlimm kann es doch nicht sein. Hat aber Singleplayer hast du nicht gespielt, ne? Ja, natürlich nicht. Wie ist denn das? Die 4 Stunden hättest du spielen können, ne? Das Setting ist doch jetzt komplett anders. Du spielst quasi nur zu Hause, du spielst nur hier in Amerika. Ja. Ist das denn irgendwie so eine komplette Umstellung, dass du nicht mehr irgendwie im Dschungel bist oder im Irak oder sonst irgendwo? Nee, das ist irgendwie völlig egal. Das ist ja alles. Du hast halt einen Mischmasch. Ich sag mal, es ist ein bisschen Call of Duty, es ist ein bisschen Battlefield, wo du dann irgendwie die Fahrzeuge und Waffen während dem Match verdienst und so weiter. Das ist geil, weil du kannst ja den Panzer einfach mal spawnen lassen und es macht Spaß. Also du kämpfst halt auch so ganz klassisch Häuserkampf und so weiter und mehr Maps habe ich auch nicht gesehen. Es ist eigentlich, also ich stelle mir das vor, dass es da auch während der Singleplayer-Kampagne nur Häuserkampf gibt, oder? Ja, weiß ich jetzt gerade auch. Es gibt zum Beispiel so ein Level, also ich weiß nicht, ich erinnere mich gerade dran, so ein Einkaufszentrum, was aber innen drin so brennt und auseinanderfällt und draußen auf dem Parkplatz gibt es dann fette Kämpfe. Klar, es wirkt halt, also an manchen Stellen gibt es schon coole, gute Sets oder gute Locations, aber im Grunde genommen ist das überfliegst du, weil du halt in der Mitte in der Action bist. Du nimmst das nicht wahr, dass es dein Heimatland ist. Genauso, es gibt eine Stelle, da bist du eigentlich deinen Verbündeten, auch Amerikaner, die sich irgendwie in so einer Basis zusammengerauft haben und so, die dann aber auch irgendwie so feindlich wirken, weil jeder für sich kämpft, weil die auch sozusagen fast schon Apokalypse-Stimmung ist und so. Und die hätten so viel draus machen können. Also wirklich, das ist ja ein geiler Gedanke, dass das eigene Land halt durch eine andere Nation überrannt worden ist und so, aber sie haben einfach zu sehr auf diesen Action-Part gesetzt. Wie gesagt, die erste halbe Stunde war geil, der Rest war ein bisschen, eintönig und öde. Die Grafik war auch etwas hölzern, so wie ich das. Ja, war nicht die coolste, aber ich sag mal, gerade für Multiplayer war es, bot sich's eigentlich an, weil so halt die meisten perfekt spielen konnten und so hat's auch halt Bock gemacht. Auch wenn du nicht den besten PC hast, weil in Battlefield 3, da du brauchst ja wirklich eine Maschine, die jenseits ihresgleichen gerade ist. Und wenn eigentlich ein Atomkraftwerk. Ja, richtig. Ich könnte es ihm empfehlen, mal auszuleihen, weil man kann es echt an einem Abend durchziehen. Das ist wirklich nur 4 Stunden lang Singleplayer. Vielleicht kann man noch am Wochenende dann eine Multiplayer rocken und so und dann wieder abgeben. Dann hat man eigentlich von Homefront alles gesehen, finde ich. Ja. Okay. Ja. Genau. Hey, gehen wir direkt hier weiter zu Yakuza 4. Das hat doch der Chetin, glaube ich. Chetin! Ja. Ne? Hau mal raus. Soll man da ganz kurz erzählen? Es ist halt ein RPG-Spiel mit Beat'em-up-Elementen, die halt eine ziemlich geniale Story erzählt, beziehungsweise in jedem Teil ist es halt was anderes. Um was sich da handelt, ist eine mysteriöse Frau geht zu einem Kredit high und der Typ ist auch ein bisschen kaputt im Hirn. Der gibt jeden, der gibt jeden Geld, aber verlangt keine Zinsen dafür. Aber er muss halt eine Prüfung bestehen. Ja, und das ist dann so ein Mafia-Ding, dass du dann den Gefälligkeit schuldest. Nein, wenn du die Prüfung bestehst, gibt er das Geld und sagt dann, du brauchst keine Zinsen zahlen, zahl mir nur einfach das Geld zurück, was ich dir geliehen habe. Okay. Und sie braucht dann halt wirklich viel Geld und man erfahrt dann halt zwischen allen 4 Charakteren in dem Spiel, die man halt spielen kann, um was sich das komplett handelt. Es ist halt wie ein Riesenpuzzle mit der Story und so, das ist... Du spielst doch erstmals auch mehrere Charaktere, so 4 oder 5 oder so, ne? Ah, okay, 4. Ich dachte, man spielt doch diesen Jin-Verschnitt. Nee, nein. Du spielst erstmal den Kredit halt. Der sieht doch aus wie Jin, oder? Kazuma heißt der, ne, oder? Der heißt Kazuma, den Rodriguez meint, das ist richtig. Ja, Jin war der andere. Nein, Jin war der andere. Wer war Jin? Jin ist der von Tekken. Der Hauptprotagonist aus Tekken und wie hieß der andere? Der ist auch Kazuma, oder? Ja, der wo diesen Drachen. Ja, Jin Kazuma und Kazuma irgendwas und Hayachi Kazuma. Ist das okay, völlig egal?
Nein, das ist wichtig. Ja. Hayatsu, Nee, also sagst du, Yakuza ist also nicht so wirklich. Also wenn ich habe es nicht gespielt, aber ich hatte das ganze Gameplay-Material natürlich gesehen und ich habe mir das immer so vorgestellt wie GTA so ein bisschen. Nein, es ist nicht wirklich so. Ich meine, die Kämpfe werden halt getriggert. Zufällig steht dann irgendwo ein Typ da, der dich dann einfach anrempeln will, behauptet irgendwie, ja, du hast eine Freundin angebaggert, obwohl da keine Frau ist. Ja, und schon beginnt da Also halt der schön Kampf. durchgeknallt. Schön Ja, japanisch. schön japanisch, ja. Ja, das Schlimmste ist ja auch, dass da entweder irgendwelche Gangtypen dich schlagen wollen oder irgendwelche Mafiosis. Also Ja. kommst aufs Gleiche Doch raus. Mafia. Doch, Mafia. Doch, Mafia, ja. Das denn, wo spielt man in Hongkong, glaube ich, ne? In einem Bezirk von Japan, Tokio. Ah, okay. Orange Ist der Schild denn und. komplett frei begehbar? Ist es also eine richtige schöne Open World mit Leuten, die rumlaufen? Ja, genau, du kannst da halt mit diesen Leuten reden, wie, keine Ahnung, zum Beispiel kannst du Wie in irgendwo. Shenmue, oder? Kann man mit jedem So labern. ungefähr, ja, ist vergleichbar, ja. Aber halt, da gibt es keine Sprachausgabe meistens, außer halt bei der Main Story, bei den Submissions hast du einfach einen Untertitel, den du lesen musst. Das hatten wir letztes Jahr schon mal, ne? Yakuza 3, ich erinnere Ja, mich reden noch. die dann Kauderwelsch? Reden die dann Kauderwelsch miteinander oder ist dann einfach nur, die gucken sich an und da läuft der Untertitel? Ja, und da gibt halt Ja. nur dieses so, aha, Textbänder-like. Romania oder so irgendwelche japanischen Wörter ab und zu. Ich hab überhaupt nichts gegen Textboxen, aber wenn sie dann noch mit so Pieps-Geräuschen dann verstehe das nicht, also. Ne. Ich weiß nicht, jetzt bei so einem Spiel wie Yakuza 4 hätte ich das gar nicht erwartet, dass dann da gar nicht geredet wird. Ja, doch, die Main Story mit den Cutscenes und mit den wichtigen Ja. Personen, das wird wirklich, das wird, ey, da gibt's ellenlange Zwischensequenzen, die dauern Gott. teilweise eine halbe Stunde oder so. Ey, Ja. Yakuza 3, der Anfang, ey, du hast da, ich saß da, ich denk mir so, ey, wann geht denn das Spiel nicht los? Und dann geht's los und dann fand ich das nicht mal so gut. Ich denk mir, scheiße, ich bin jetzt eine halbe Stunde umsonst rumgesessen. Ich sag nur Metal Gear Solid 4. Boah. Ja, das war auch so. Aber das macht das Aber Spiel doch auch irgendwie sympathisch, finde ich. Also wenn ich höre, Yakuza 4, eigentlich ein ziemlich neues Spiel aus Japan, wo unheimlich viel Geld reingesteckt wird und dann kommen halt so klassische Zelda oder Final Fantasy Textboxen halt irgendwie hin oder weiß nicht, macht das irgendwie die sympathisch, müssen halt finde irgendwo ich. Geld So sparen, ne? schlecht ist es eigentlich Oder auch so, gar ja. nicht, aber Matthias zum Beispiel packt das einfach nicht. Ich Ja, hab's ja ich finde es auch durchgespielt. schade, weil ich Shenmue ist halt einer meiner Lieblingsspiele und ich habe immer gehofft, dass Yakuza genau eben das Äquivalent dazu wird, aber mit Mafia und ein bisschen düster, da hatte ich jetzt irgendwie nicht den Bezug zu. Ist einfach Ja, es ist so. halt, man muss sich halt damit anfreunden können, das ist halt das Ding. Genau. Werde mal Sonst. gucken, ob ich das vielleicht auch noch spiele. Das ja kurzem hier aus, ne? Ja. geholt. Nur für die PS3. Genau, ja, aber Ja. da wir alle Konsolen jetzt mittlerweile in der Familie haben, ich sehr glücklich Krass. bin. Yeah, gehen wir direkt weiter zum nächsten Spiel. Nämlich Crysis 2. Yeah! Ja. Fand ich geil. Ich habe Multiplayer noch nicht gespielt, obwohl ich es Nie habe. gespielt. Hab bisher nur Crysis den 2. Multiplayer gespielt. Ey, ohne, Noch ja, nicht. Multiplayer können wir ja gleich nochmal kurz reden, Okay. aber Singleplayer, der ist mal erstmal wichtig, ne? das war lange Zeit mein Spiel des Jahres, so bis natürlich die ganz großen Dinger waren, weil ey, Crysis 2, ich weiß nicht wieso, so ein bisschen so diese kleine Welle an Enttäuschungen so gekommen ist. Ich fand, das ist ein super geiles Spiel. Grafisch war das geil. Gameplay-mäßig hat zwar auch wieder ein bisschen frischen Wind. Hier, guck mal, Homefront war wieder so Call of Duty-like, aber da hattest du halt ein Nano-Suit, wo das ganze Spiel sich wieder verändert hat. Mit irgendwie Maximum Power und so und Tarnmodus und sowas. Total geil. Das Level-Design war großartig. Du hattest dort immer zum Beispiel eine ganze Basis zum Beispiel und konntest zum Beispiel unten oder durch die Tiefgarage oder doch über die Häuser und versuchen von oben mit Sniper und dann ganz viele verschiedene Arten zu spielen. Und die Story war ganz cool. New York als Schauplatz fand ich total Hammer. Ich weiß nicht, wieso alle sich beschwert haben. So eng, ist nicht mal so wie so die Insel und so. Nee, ich fand das richtig, richtig geil, was sie draus gemacht Nee. haben. Ja, weil das halt so eine, weißt du, es sah halt teilweise sehr schön aus, so Central Park-mäßig, sehr grün. Dann gab es halt manchmal so Wolkenkratzerkämpfe. Also, ey, Alter, ich fand das total awesome, das Spiel. Ich hab's leider nie gespielt. Ich würde gern was dazu 20 sagen. Euro, Gab's denn Junge. irgendwelche Sachen, die dir nicht gefallen haben?
Ja, du hattest, das Problem ist, sobald du merkst, ich habe das Spiel auf dem schwersten Schwierigkeitsmodus durchgespielt, ohne richtig zu kämpfen, weil du einfach, wenn du merkst, dass du mit dem Tarnmodus einfach durch alles durchlaufen kannst, ohne gesehen zu werden, weil er so lange reicht, bis du halt immer aus der brenzlichen Situation bist, dann macht das Spiel dann halt auch keinen Sinn mehr, weil du nicht mehr gegen die Gegner kämpfst. Und das ist das Einzige, wo ich sagen muss, ja, schade, Multiplayer war ganz nett, aber auch nicht weltbewegend. Ich fand das ein bisschen komisch. Ich fand das ein bisschen komisch, dass du Leute mit Pappkartons töten konntest. Hä? Pappkartons? Was? Ja, du konntest auch in dem Maximum Power Modus, wenn du Sachen geworfen hast, waren die Gegner da auch kaputt. Ach so, hast ja. Hast du mal einen Pappkarton genommen, den gegen den Kopf geworfen? Der war kaputt. Also Pappkartons sind ganz schön gefährlich, Leute. Ja, Pappkarton war wahrscheinlich heile, aber der Helm vom Soldaten war komplett zerdellt. Ja, ne? Richtig, genau das war es. Also das fand ich ein bisschen komisch, aber lustig. Wir haben doch alle die Beta gespielt, ne? Richtig. Ja. Da ist mir aufgefallen, dass... Ja, außer Ronny. mir ist aufgefallen, dass sie auf der Konsole, dass Crysis da sehr gekämpft hat mit der Konsole. Also, dass die Grafik oft hängen geblieben ist oder dass die Texturen etwas später geladen wurden, dass es Framerate nicht wirklich hoch war. Ja, aber ist das denn zum Vollpreisspiel, also zum fertigen Spiel, hat sich da was verändert? Ich habe da jetzt diesbezüglich fast gar nichts irgendwie mitbekommen. Also ich habe im Multiplayer jetzt vielleicht nicht so viel gespielt, aber so viel habe ich auch nicht gehört. Also ich glaube, die haben das behoben. Das Einzige, was ich weiß, ist, habe ich auch durch Jan erfahren, dass bei der PC-Version nicht wirklich HD war und du dir ein Patch runterladen musstest, damit das Spiel in wirklich HD spielen konntest. Ja, natürlich haben bei Crysis 2 wieder die ganzen PC-Leute gemeckert, weil Crytek und EA sich gedacht haben, hey, wir müssen auch irgendwie die Konsolenversion schmackhaft machen, deswegen drehen wir so ein bisschen am Regler und passen die PC-Version der Konsolenversion an. Finde ich auch berechtigt. Warum sollte man, wenn man eine starke Power-Maschine hat, nicht das auch ausnutzen können, nur weil jetzt die Konsolenleute auch mit Spaß haben sollen oder schön haben sollen. Ja, das wollte ich einfach nur. Ja. Soll doch nichts hinaus. Er wollte einfach die Leute verteidigen. Aber man hat ja schon gesehen, dass Crysis 1 gerade bei den PC-Spielern einen riesengroßen Eindruck hinterlassen hat, weil Crysis 2 ja das meist illegal heruntergeladene Spiel 2011 ist. Ja, ne? Ja, genau. Das muss man auch mal dazu sagen. Und ich finde liegt auch das meist verschenkteste. Wenn ihr mal guckt, diese ganzen Xbox-Bundles und so weiter, jetzt auch gerade gegen Weihnachten, überall Xbox 360 für 260 Euro und dafür kriegst du Crysis 2, FIFA 12 und noch irgendein Spiel oder so. Und das wirklich in jedem Laden so. Überall haben sie Crysis in so einem Bundle verschenkt. Ey, ich finde immer noch, also besonders jetzt in diesem Anfang diesen Jahres, wenn man Bock hat, einen richtig guten Shooter zu spielen, ey, das kostet nur noch 20 Euro. Das ist wirklich nichts mehr. Das kannst du dir einfach Limited so mitnehmen. Edition, und du hast... ja. Gibt's ja immer noch auf Amazon, kannst du die Limited Edition, ist immer noch richtig nicht ausgekauft. Aber und du kriegst dazu noch wirklich auch eine lange Kampagne. Also die geht so 12 bis 15 Stunden. Ich habe mich auch sehr überrascht. Die ist schon heftig. Die geht wirklich lang. Und die ist geil und das macht das Gameplay hat halt das Ganze rausgerissen. Die Story war jetzt nicht so, dass ich jetzt bis zum Ende dranbleiben wollte, aber das Gameplay hat einfach so viel Spaß gemacht, dass du aus bestimmten Situationen, die halt sich verändert haben, wieder gucken musstest, wie du jetzt weiterkommst. Und das ist halt, finde ich, ist ein frischer Wind im Ego-Shooter-Genre so mit dem Nano-Suit. Ich würde mir wünschen, wenn das noch weitergeführt wird. Steuerung, ich habe auch von irgendjemandem von Playgas, ich weiß nicht, ob es der Rako war oder so, irgendjemand hat gesagt, dass sie Perks auswählen oder sowas, dass das im ersten Teil wohl viel besser gelöst war. Ja, der Nico war ja so sauer, so, ne? Weil eben das Kreis, ey, das ist so unverständlich, dieses bekackte Kreismenü, da schwören, ey, warum will man das, ich meine, das Kreismenü ist halt cool gewesen, sag ich nichts, aber warum sollte es jetzt so schlecht sein, dass du halt auf den Tastendruck einen Tarnmodus aktivierst, ohne vorher das Kreismenü auszuwählen? Also, weißt du, was ich meine? Ja. Das wurde halt ein bisschen entschlackt, auf die Konsolen angepasst, du drückst halt irgendwie LB, dann machst du einen Tarnmodus oder drückst jetzt RB, dann machst du halt Schild und rennen kannst du sowieso normal wie einen normalen Ego-Shooter sprinten und so, ohne das halt im Kreismenü auszuwählen. Ich finde das, also dass sich darüber Leute beschwert haben, dass das Kreismenü nicht dabei ist, verstehe ich nicht. Also dann, das ist wirklich Meckern auf allerhöchstem Niveau, meiner Meinung nach. Dass sich da vielleicht PC-Spieler ein bisschen
nicht verarscht vorkommen, aber dass die da Grund zu meckern haben, verstehe ich noch eher. Aber der PlayStation ist es doch eher, finde ich, richtig. Ja, eine Bequemlichkeit dann auch für uns. Drückst ja. eine Taste, dann ist passiert. Du musst irgendwie im Steuerkreuz irgendwie hier zack und eine Taste halten und loslassen und was weiß ich, wie das ginge. Ja. Klingt doch irgendwie leichter, finde ich. Ja, richtig. Ja, klar. Bequemer. Ich meine, bequemer und auf dem PC war das doch, mit dem Kreismenü hat doch, glaube ich, jeder gesagt, hey, das wäre doch cooler, wenn man das auf dem Pad hätte. Und auf dem PC dann halt die Tasten zum Ausfüllen. Jetzt beschweren sich alle, dass das Kreismenü nicht mehr da ist. Ich verstehe auch jetzt nicht mehr, was die Leute wollen. Keine Ahnung. Selber nicht, Hauptsache Flamen heißt. Ja, Flamen. Internet ist for Flamers, so. Ja. Aber gut, kommen wir direkt mal weiter in April und da weiß ich jetzt nicht, ob das erste Spiel nicht indiziert ist bei uns. Nee. Okay, dann geht's mit. Es ist auf der Wii, es kann nicht indiziert sein. Ja, wer weiß, keine Ahnung. The Conduit 2? Ich frage dich als halber nach. Genau, du bist doch ein Riesenfan vom ersten Teil. Ich? Ich? Warst nicht du das? Ich hab doch keine Wii-Video. Ah, nee, boah, das ist das andere. Der Raku ist und haben wir so einen Pansen, ne? Der Raku hat, Mir leid die ganze Zeit. Ey. Der Raphael hat doch eine Wii zu Hause und ich glaube, der hat das auch mal irgendwo angespielt, aber der ist jetzt nicht der Riesenfan davon. The Conduit war doch der Arena-Shooter für die Wii, oder? Das ist so Halo-Verschnitt. Ich habe keine Ahnung. Ey. Das ja, hat also, mich jetzt auch nicht so. Ich stelle mir das eigentlich ganz cool vor, weil es halt wirklich mal einfach der erste Ego-Shooter ist für die Wii. Der erste vernünftiger, der kein Lightgun-Shooter oder Raygun-Shooter ist. Der zweite Teil vom ersten. Ja, ja. Aber ich rede ja gerade von The Conduit 1. Und dabei ist es eigentlich so dasselbe ist. Wayne. Hat aber keiner gespielt, leider, weil jetzt gerade kein Wii-Besitzer da ist. Ja, eben. Tut uns leid. Conduit 2. Aber ich kann mich noch an den Game One Beitrag erinnern und da haben sie auch gesagt, dass alles viel Halo-like ist und dass es viel Spaß macht. Die Grafik natürlich scheiße ist, aber die Steuerung einigermaßen gut umgesetzt ist und ja, es gibt natürlich auch Auto-Aiming und das ganze Zeug so ein bisschen für die Wii-Leute, aber dass sich viele gefreut haben, dass endlich mal so ein erwachsenes, gutes Vollpreisspiel für die Wii mal rauskommt. Ja. Kann man an der Stelle sagen. So stehen lassen. Ja. Direkt weiter zur deutschen Version von Mortal Kombat. Von Mortal Kombat. Vorsichtig mit der Aussprache, nicht das Original sagen, ne? Mortal Kombat. Das ist ja darf ich nicht? Nee. Hab ich, das wurde nachträglich initiiert, nicht wahr? Die deutsche Version von Kombat darf man sagen. Darf ich das? Gibt's eine deutsche Version? Es gibt doch keine deutsche Version. Die deutsche Version von kam nicht in Deutschland raus. Ich? Nein, natürlich nicht. Verdammte Scheiße, Mortal Kombat ab jetzt. Mortal Kombat. Mortal Kombat gefällt mir am besten. Mortal Kombat. Okay, Mortal Kombat. Dazu kann ich nur sagen, ich habe das selber nicht gespielt, aber ich weiß noch, wie oft mir im Vorfeld ich das gehört habe, dass das der absolute hammergeilste Beat'em-up-Spiel werden wird ever. Und ich war in GameStop, ich war in anderen Gaming-Laden, in beiden Läden der Verkäufer und hast du dir schon Mortal Kombat vorbestellt? Ich so, warum? Ja, du hast dich gesehen, da gibt's Kratos! Und so, da hat er mir sogar den Trailer gezeigt und so. Und ich hab das nicht verstanden. Ich so, was ist denn das? Alter, in so einen Gaming-Laden will ich auch mal reinkommen, wo einer sagt, Alter, hast du dir das schon vorbestellt? Wie total gehypt ist oder das? Normal gehst du in den Gaming-Laden rein und der sagt dann irgendwie Geld und dann bekommst du das Spiel und das ist alles. Kann ich dir vielleicht mal irgendwie helfen? Suchst du was? Ja, suchst du was? Und meistens denkst du dann, nee, du hast eh keine Ahnung, was. Ja, aber ich weiß nicht. Ah, im GameStop rennen schon Leute rum, die Ahnung haben, teilweise. Ja, ab und zu mal, ja. Hin und wieder. Das sind meistens die Käufer. Nee, aber Mortal Kombat, ey, ich hab das nicht gespielt. Es hat ja diese komischen, diese Finisher, wo du halt siehst, wie der Gegner mit der Faust so zum Beispiel die Kiefer bricht. Das fand ich geil. Also, die Fatalities. Genau, die Fatalities sind das ja. Richtig cool. So Mortal Kombat, wie man es auch so kannte, nach diesen grandios schlechten Mortal Kombat vs. DC Universe. Ich fand es gar nicht so schlecht. Echt? Teil. Ja. Also wir haben das mal für ein Wochenende uns ausgeliehen und hat tatsächlich auch Spaß gemacht. Gut, wir haben uns ein bisschen lustig gemacht, weil da auch eine Story natürlich dabei war, die auch sehr lustig war, wo dann DC und Mortal Kombat Charaktere irgendwie miteinander in die Welten sind irgendwie verschmolzen und man musste dann die Bösewichte irgendwie aufhalten und sowas und war sehr merkwürdig, aber mir hat das irgendwie trotzdem Spaß gemacht. Also die ganzen PS2-Teile, die rauskamen, haben mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also da kann ich ein bisschen nicht verstehen, warum viele enttäuscht waren. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ein bisschen dieses Hardcore-Feeling, weißt du, weil Mortal Kombat war immer sehr,
sehr schnell, man musste immer schnell reagieren, man musste die ganzen Sachen immer schnell auswendig kennen und es war immer ein bisschen härter als Street Fighter. Was man bei bisschen? Den PlayStation, ja, ich sag mal vom Schwierigkeitsgrad her. Ach so. Also hast du mal früher versucht, Mortal Kombat bis zum Endgegner zu schaffen oder sowas? Es war teilweise für einen normalen Spieler wie mich, der die ganzen Moves nicht konnte, schier unmöglich. Und das war bei den PlayStation 2 Teilen eben nicht so. Da hast du das eben ganz gut immer wegbekommen, ja. Fand ich deswegen gar nicht so schlecht. Aber ich kann verstehen, dass da Hardcore-Fans so sehr enttäuscht waren und endlich froh waren, mal wieder so einen richtig schnellen, richtig harten, brutalen Klasse zu bekommen, ja. Ich weiß noch, dass der Nico da auch sehr heiß drauf war. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der es gespielt hat. Wäre schön, wenn er jetzt da wäre. Aber da es sowieso in Deutschland nicht erhältlich ist, ich weiß nicht, ob ich es mir irgendwann mal holen werde. Mal gucken. Ist Kratos ist auch dabei auf der PS3. Okay. Geil. Wow. Oh Mann. Ich finde, der passt. Also auf der Xbox wollten sie doch einen irgendwie auch jemanden dazu holen und dann hieß es, ja, wir holen noch jemanden für die Xbox-Version dazu und ja, da wird dann auch exklusiv und dann hat die PlayStation ihren Exklusiven und die Xbox hat ihren Exklusiven und dann haben sie gemerkt, wie nach einer Weile, ja, nee, gibt's nicht für die Xbox sowas Exklusives. Warum eigentlich? Ja, wir sollen sie für die Xbox exklusiv dazu holen. Master Chief? Bei Mortal Kombat? Ich weiß nicht, bei Xbox gibt es wirklich nur den Master Chief als Maskottchen. Da hätte ich jetzt gesagt, so weiß nicht, der Typ aus Fable 2. finde ich aber, wenn wir es gerade vom Maskottchen so ein bisschen haben, finde ich auch ein bisschen besser, so von der Strategie her, was da Microsoft fährt, dass sie. Ich meine, die PlayStation hat kein Maskottchen. Die Xbox hat eins. Die haben doch. Die haben viele. Die haben Sackboys. Ja, die haben ja viele. Ja, Die haben seit der ersten PlayStation. Da wollte ja. Wer sollte das Maskottchen werden? Spyro the Dragon? Crash Bandicoot sollte das. Nee, es war doch Spyro the Dragon, sollte es werden. Und dann wurde es Crash Bandicoot. Ach so. Ja. Was aber überhaupt an der Strategie von Sony total vorbeigegangen ist. Die haben die ganze Zeit mit Spyro Werbung und so ein Zeug und alle haben schon gesagt, PlayStation Crash Bandicoot, weißt du so, was an den ganzen Leuten irgendwie so total vorbeigegangen ist. Ja, und jetzt haben sie halt viele, die haben jetzt Nathan Drake und ja, hier Kratos und das ganze Zeug und ja, Xbox hat halt Master Chief und das reicht, weißt du. Halo Anniversary, ja, war auch wieder ein paar Milliarden. Aber gut, von diesem indizierten Spiel gehen wir jetzt mal direkt weiter. Zu meines der einem Spiel Kracher des Jahres, das ich immer noch nicht gespielt habe. Das ist ein Kracher. Bitte erzählt mir nicht zu viel von dem Spiel. Ronny, du bist der Beste. Du bist der Beste. Ah. Oh, ich will so gerne mitsingen. Ich will so gerne. Lass mich. Nee, also. Es ist. Es ist einfach awesome. Ich kann es einfach nur so sagen. Ich gehe mal kurz mit was zu trinken machen, dann könnt ihr über das Spiel reden, weil ich habe es noch nicht gespielt und ich will nicht gespoilert werden. Haut einfach wieder. Bin gleich wieder. Also es ist wirklich awesome. Ja. Mehr kann man nicht dazu sagen. Es ist ja, so Portal 2 macht nichts falsch, aber alles gut, meiner Meinung nach. Ist wirklich so. Also es ist jetzt nicht ein Spiel für jedermann. Man muss schon so ein bisschen Spaß am Puzzeln und am Rätseln haben. Ich finde die Story absolut geil. Das Setting von diesem Teil ist absolut super. GLaDOS ist und bleibt einfach ein fucking geiler Endgegner. Ja. Levels sind gut durchdacht. Ich meine. Und ich meine mit Wheatley, was bin ich am Boden gelegen, ey. Er will die Tür hacken, aber du musst dich umdrehen, weil er das nicht kann. Gehackt. Ich habe mich einfach umgedreht. Seine erste böse. Jetzt geht nicht weiter. Ja, also ich hab mich umgedreht, ich hab's ja an PC gespielt und Sensi dann schnell hochgestellt und ganz eben rumgeflickt. Ja, und dann gehackt. Also ich weiß nicht, wirklich, ich bin wahrscheinlich neben Lady Sango, die noch viel größere Portal-Fan ist, weil die auch, glaube ich, sich um alle Nebenräume und versteckte Gimmicks und sonst was gekümmert hat. Ich hab mich echt furchtbar verliebt. Ich hab das dreimal durchgespielt, ich hab noch nie ein Spiel, oder fast noch nie, ein Spiel zweimal durchgespielt, aber Portal 2, ey, was ich am Boden gelegen bin, jeder, der das noch nicht gespielt hat, wirklich, tut mir leid, aber, und ich meine, es gibt auch Leute, die ich wirklich kenne und die wirklich noch am Leben sind, die sagen, es sei scheiße. Ey, aber die spielen halt auch gegen Call of Duty, weißt du? Die finden halt Call of Duty geil und haben halt Elite und so weiter. Abseits. Opfer her. Abseits.
Nee, das Spiel hat sich an mich verkauft. Ab dem Moment, wo du in dem Raum bist und Wheatley, der einfach der fast schon GLaDOS die Rolle geklaut hat, weil er einfach der absolut genialste Sidekick ever ist. Also ich finde den so unfassbar geil. Roboter, der durch seine Stimme und durch seine Art zu reden und seine Dialoge so sympathisch ist, dass der mehr Gesicht zeigt als jeder andere Held teilweise. Entschuldigung. Ja, Steven Merchant, ne, richtig geil. Ja, wo du gerade Stimme sagst, weil der auch die Synchronisation oft in schlechtes Licht gerückt wurde, finde ich überhaupt nicht. Also ich finde die englische für die Engländer finde ich geil und die deutsche finde ich auch super. Also ich weiß nicht, dass sie sagen, boah, deutsche Stimme macht das Spiel irgendwie nur noch die Hälfte des Spaßes an einem selber aus und so. Und ich hab, wie bitte? Das ist doch super. Also was habt ihr denn? Ich fand die auch, also ich habe das auch jetzt mal reingelegt auf Deutsch. Das ist ja die Stimme von Brad Pitt, ne? Ja. Und fand auch super gesprochen. Und auch bei GLaDOS, ich finde im Englischen sogar, dass es dann so ein bisschen nuschelig alles rüberkommt. So, ich höre schon mal Geflame, also keine Ahnung, hier. Aber ich persönlich finde wirklich, dass ich bin jetzt kein Englisch-Legastheniker, aber du musst ja wirklich dich im Englischen auskennen, damit du dann halt die Witze auch wirklich in der vollen Pracht mitbekommst. Und wenn du es halt auch im Deutschen hast. Ich finde, also jetzt mal zu dem Thema, ey. Es gibt so Leute, die sind einfach nur so pseudo-cool und tun so, als ob die einfach nur voll Englischkenntnisse haben und alles Deutsche ist scheiße. Wieso soll die Stimme von Brad fucking Pitt, der in Deutschland hier professioneller Sprecher ist, schlecht sein? Das ist doch der größte Bullshit, den ich kenne. Da kannst du ja überhaupt keinen Film mehr angucken. Das sind so die Leute, die sind einfach nur, die denken, oh, ich kann voll Englisch. Ich hasse solche Leute, ganz ehrlich, richtig, ich hasse sie. Nee, jetzt mal, ich will jetzt nicht flamen. Ich wollte noch erzählen, das Spiel, ab dem Zeitpunkt, wo das Spiel mich gehabt hat, war der Zeitpunkt am Anfang, Wheatley kommt und sagt, drücke X, um zu sprechen, und du drückst drauf und du springst. Ich war so, ich dachte mir, das ist doch sowas von witzig und smart. Und total sympathisch. Und sympathisch, ich fand das sofort, ich habe sofort in mein Herz geschossen. Okay, ich glaube, dann hast du einen Hirnschaden. Aber mach dir keine Sorgen, das wird schon. Ja, genau, das ist so, die haben einfach Bock, was zu machen, was einfach ein bisschen charmant ist, so Valve. Ich finde, und was ich auch bei meinem Video damals gesagt habe, die Rätsel jetzt mal, mir geht jetzt persönlich nicht unbedingt um die Rätsel bei Portal, aber sie haben nicht das, ich habe gedacht so, boah, wie wollen sie es machen? Teil 2, wollen sie jetzt das Portal-Prinzip verändern? Nee, sie haben es eigentlich beibehalten, nur ein paar Kleinigkeiten reingepackt, wie diese Gel-Sachen, blaues Gel. Schleimgel. Ne? Fand ich voll geil. Fand ich total geil. Das weiße Gel war das coolste. Nee, das blaue. Nein. Fand ich blaue. Geil. Na, das weiße, Alter. Damit, da kannst du überall Portale hinsetzen. Weißt du, wie geil? Überall. Nee, aber ich muss sagen, am Ende... Ich wollte jetzt gar nichts, aber wie ich es gesehen habe, ich wusste es. Ich meine, ihr wisst das alles, oder? Das Ende ist super. Nee, aber ich wusste es in der Millisekunde schon. Ich muss das jetzt tun. Und man kann ja verraten, was heißt verraten? Ich meine, das Spiel hat eh schon hier durchgespielt. Aber keine Panik. Aber diese Cores, was wir wieder zu erzählen haben, dieser Tatsachen-Core und so weiter, ey, ich habe mich Alter. Ja, die Sprüche wieder so geil. Also, es gibt ja auch eine Story aus Amerika, dass sich ein Adoptivvater darüber total aufgeregt hat und Klage eingereicht hat, weil GLaDOS sagt, du bist ein Adoptivkind, und seine Tochter hat das gespielt und hat sich sofort darüber angepisst. Ich meine, das ist so. Ich meine, jetzt klar, kann vielleicht hart sein, aber Alter, die beleidigt dich als fette Sau und so, du bist fett. Das ist so geil. Also, ich finde das total Hammer. Dieses Sprungelement ist für eine Gewichtsklasse deiner Art nicht konzipiert. Ich füge der Nachkommastelle noch ein paar Nullen hinzu. Ja. Dann springst du wieder hoch und oben ist noch Wheatley und Rede dazwischen. Da kam dieser Geier und ich weiß auch, wie... Ja, richtig. Total so geil. Alter, wer das wirklich scheiße und unlustig findet, der hat kein Herz, keine Seele und keinen Humor. Ey, und so. Was ich auch noch total... da muss ich auch Valve wieder loben. Bis jetzt hat man immer nur so ein paar Kleinigkeiten aus der Story und aus dem Universum von Portal erfahren. So immer mal so ein bisschen was, guck mal hier, wo der zum Beispiel dieser Anstaltsleiter oder dieser, so ein bisschen diese, ja, Johnson oder John, genau, oder irgendwie der dann so, halt so ein bisschen redet oder so. Ja. Das hat mir vollkommen gereicht, um zu sagen, ich habe wieder was erfahren, ohne dass ich komplett, ich habe gedacht, dass die aus Portal 2 so ein riesen Spiel machen mit fetter Story und so. Nee, haben sie nicht. Das finde ich sowas von cool. Richtig. Ja. Also, das ist auf jeden Fall eines der Top-Titel bestimmt für viele in diesem Jahr, im letzten Jahr, also definitiv. Mhm. Und mit einem Weltklasse-Ending-Song wieder, ey, wie wir ihn alle lieben. Ja. Oh ja. Well, here we
Ja, smash it, ne? So, ja. Die Top-Listen, so. Ist der Rodriguez jetzt immer noch nicht da? Dann. Ramses, Ramirez. Bin da. Okay, mit Mai. Ich habe gerade meinen Namen gehört, den Rest habe ich Gott sei Dank nicht gehört. Ja, machen wir direkt weiter. Nach dem grandiosen Portal 2, das ich nicht gespielt habe, aber das so gut sein muss. Richtig. Mit Brink. Oh. Kommen wir von einem sehr tollen Spiel zu einem sehr schlechten Spiel. Das hat so ein bisschen was wie Bulletstorm. Jetzt nicht vom Spiel, aber auch jeder dachte so, boah, das wird so eine neue Ära. Das wird so auch awesome, im Taktik, wird so cool. Ich weiß, wie Nico ausgerastet ist. Oh, ja. Oh, Nico. Ja, dieses Spiel wird so gut. So, nee, ich muss es haben. Und dann ja, so, das ist so auch, scheiße da. Aber der hat ja auch aktiv gespielt dann. Der nee, Moment. Der Nico ist, glaube ich, der einzige Mensch in Deutschland, der es auch wirklich dann geil fand. Also, er hat gesagt, es ist halt laggy. Der Anfang vom Spiel, katastrophal, Lags, Serverabbrüche. Er hat es trotzdem gezockt. er hat gesagt, ihm hat es voll viel Spaß gemacht und so. Ich weiß, wie gesagt, jetzt hätten wir gerne den neuen Nico hier, der jetzt kurz vom Leder lassen könnte. Ich habe es von ihm ausgeliehen nach der Gamescom. Ich habe es eine halbe Stunde lang reingelegt und fand das total scheiße, weil ich hasse, online hat das fast keiner mehr gespielt, also ich gespielt habe. Und offline und Singleplayer macht das natürlich keinen Spaß mit Bots. Also das ist wie hier Star Wars Battlefront, nur alleine. Das macht natürlich keinen Spaß. Klar macht das Spaß. Nee, mir macht das nicht Spaß. Da ist sich auch. Aber mit welchem Publisher ist denn Brink? Mit Kumpel Bethesda. Bethesda, ne? Ja, ja. Das ist sehr enttäuschend ist, weil eigentlich sich viele unheimlich viel davon erwartet haben von Brink. Aber ja, zwei Wochen nach Release war es schon irgendwie in der Kuschelgrube für 15 Euro oder so, ne? Also das ist so ein Ding, da, also der Editor ist ja voll umfangreich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Design der Charaktere gefällt mir überhaupt nicht. Das ist so überzogen mit so langen Fressen. Also, Das erinnert doch ein bisschen an Team Fortress 2, ne? Ja, so ein bisschen, comichafter Action-Shooter mit Multiplayer-Part. Oder nur Multiplayer. Ich weiß noch, das ist ja der direkte Nachfolger von Enemy Quake Wars Territory Lines Dings, irgendwas. Ja, richtig. Was ich meine. Ja, klar. Und das war ja an sich auch, ich meine, Brink ist jetzt nicht so unfassbar mega super scheiße, aber das war Quake Wars auch nicht, aber das ist dann irgendwie auch ausgestorben, weil Gründe weiß ich leider nicht, aber das ist halt Brink genauso passiert. Und ich der Nico kommt jetzt nicht, aber Lady Zango kommt jetzt. Und da ist sie auch schon. Hey! Wir haben gerade kurz willkommen. Über Portal 2 geredet. Du kannst doch mal ganz kurz sagen, was willkommen. Ist das für... Ich bin weg. Kannst du jetzt mal kurz Portal 2. Spoiler. Ja, das hat damit zu tun. Spoiler Sau. Ja. Weil es super. Wie ich jetzt einfach anfange, ja, egal. Portal 2 ist super. Und zwar finde ich vor allem, und viele haben es bemängelt, die Story. Ich finde die super klasse von Portal 2. Es hat eine super Story. Ich meinte die Leute, die sagen, es sei scheiße. Es haben wirklich viele Leute bemängelt. Und was halt den Charme ausmacht, ist einfach GLaDOS. Es ist Wheatley. Das sind so tolle Charaktere, die sich da haben einfallen lassen. Und die Rätsel, die sind nicht zu schwer, aber haben es schon in sich. Es ist ein Spiel. Mehr kann man gar nicht sagen. Und der Soundtrack. Und der Soundtrack ist sogar noch umsonst. Ey, nochmal ein großes Lob an Werf. Soundtrack umsonst rausgehauen, DLCs umsonst rausgehauen. Ey, so macht man das, Alter. Ein Alter hinterher. Alter. Rodriguez, du kannst wieder reinkommen, wir reden jetzt ich weiter. Über kurz, ich hab gehört, irgendwas mit DLCs umsonst und. Ja, gespoilert. Wir waren jetzt bei Brink. Wir waren bei Brink, genau, wie scheiße Brink ist und das ist doch gar nicht so scheiße, aber vielleicht doch scheiße. Also redet mal. Ja, das ist scheiße. Das ist scheiße. War das ein reines nur Multiplayer-Spiel oder gab es auch eine Story oder wie war denn das? Darf ich? Also Story gab's, aber du hast da quasi nur die Maps im Singleplayer einfach stur mit Bots durchgezockt. Und jetzt kommt wo Brink in dem Moment für mich gestorben ist. Jetzt, bevor wir zu dem kommen, der Charaktereditor ist das Beste im ganzen Spiel. So, und jetzt zu dem, was ich so unfassbar scheiße fand, ist, bis ich mal gerafft habe, also ich dachte mir oft, wieso denn die Gegner so strunzdumm dastehen, wenn ich sie anschieße, wirklich so ich stehe völlig offensichtlich am Schlachtfeld, von mir stehen drei Leute und sie bewegen sich alle nicht und schießen erst nach einem 3-sekündigen Delay. Bis ich mal gerafft habe, dass ungefähr von diesem, glaube ich, 8-Mann-Team dort, 7 Bots meine Gegner waren und ein reeller Spieler. Was ist das denn? Habe ich irgendwas falsch eingestellt oder so? Nein, tatsächlich nicht. Es war einfach irgendwie kein Betrieb, was weiß ich. Und dann habe ich das gern weggeschmissen, weil ich will auch nicht gegen Bots spielen. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, kann man sich das so in etwa vorstellen wie
Counter-Strike Condition Zero? Ja, nur dass das Spiel also vom Singleplayer-Modus halt meine ich jetzt halt ein bisschen. Es gibt halt einen vorgegaukelten Singleplayer-Modus mit kurzen Cutscenes und die werden dann halt ausgebaut mit so Maps, die du auch Multiplayer spielst und dann gibt's da halt so Bots und das ist halt dieses, ja, du musst hier mal einen Punkt einnehmen und da wird das A angegriffen, du musst zu A laufen und so. Also das gefällt mir halt nicht und man muss es online spielen, nur online ging's halt nicht und das ist ein fataler Fehler von denen. Das, was du gerade angesprochen hast, war ja auch so, was angepriesen wurde von Bethesda und so weiter, dass diese Abwechslung im Spiel, ja, Interaktivität und so weiter. Aber nach 3 Matches habe ich den Otto von VIP verteidigt. Ich habe irgendeine Bombe oder irgendein so ein Dings angebracht, so ein Hack-Terminal, was weiß ich. Und ich habe irgendeine Maschine verteidigt und das war's. Brink, oder? Ja, Brink. Darf ich dazu was sagen? Los. Bin fertig. Ja. Also ich habe es niemals gespielt und das hat auch seinen Grund. Die haben sich so unsympathisch gemacht. Es hieß irgendwie, sie machen keine... Also erst wollten sie auch weibliche Charaktere reinmachen. Pass auf. Und dann hieß es auf einmal, sie machen deswegen keine rein, weil sie sonst die männlichen Charaktere, weil sie ja sonst nicht so viele Klamotten und besondere Besonderheiten reinmachen können. Müssen sie da sparen. Ernsthaft? Das fand ich so lächerlich, diese Ausrede, dass es mir dumm war, mir überhaupt dieses Spiel zu holen. Das ist auch nichts, ja, nichts verpasst. Ich habe wirklich nichts gegen Spiele, die in männlichen Protagonisten, das ist einfach so, es ist immer noch meistens so, aber so eine dumme Ausrede dann zu sagen, dass das fand ich einfach so behindert, dass ich dann keinen Bock hatte. Das wusste ich gar nicht, ist ja total lächerlich. Ja. Ach, noch was, ich weiß nicht, ob ihr das schon erwähnt habt, aber ich möchte, dass die Community geltet bin. Ich habe mich so schwul. Das war es wenigstens weiß. Schon doch gar nicht. Ist es bei euch eigentlich auch so, dass dass manchmal das abbricht, so die Ja, bei der Sango bricht es ein bisschen ab. Ja, bei der Sango. Echt? Ja. Ganz verstanden, was du gesagt hast, ja. Aber apropos Abbrüche, in Brink bist du teilweise auch einfach mal rausgeflogen aus dem Spiel. Mhm. Ja, hab ich doch gesagt, Serverabbrüche, Lags, ohne Ende. Genau. Oh, das ist ein Ding, das können wir einfach abhaken, ey. Eine letzte Anekdote noch, eine persönliche. Ich weiß noch, als es beim Mediamarkt gab es mal so eine Aktion, irgendwie kauf 3 Spiele und zahl nur 50 Euro. Und es waren halt so ausgewählte Spiele da und Brink war auch unter dieser Aktion mit beteiligt. Und Heavy Rain und so weiter und Homefront. Ich wusste, jedes Spiel war auf einem Haufen, auf so einem Riesenhaufen, ja. Und wirklich, Brink war mit Abstand der allergrößte Haufen, weil das Ding niemand haben wollte. Wirklich Heavy Rain, so alles ausverkauft, aber Brink wirklich so stapelweise war das noch da. Das wird dir mittlerweile hinterhergeschmissen, genau wie ein paar andere Spiele, die noch in diesem Jahr. Also manche Spiele, die gehen sofort nach 2 Monaten halben Preis und dann, ja. Ja, und wenn du bei GameStop guckst, gebrauchte Spiele unter B, die brauchen meistens so 5 Reihen, weil es einfach alles so Brink ist. Ja, und alles für 54 Euro, weil GameStop einfach zu teuer ist. Aber gebraucht vielleicht nicht, aber Brink, Bulletstorm, weißt du, alles dabei, alles unter B. Ja. Alles unter B, wie Bullshit. Nur Entwickler bringt kein Spiel mit B. Nur als ich damals Bayonetta gesucht habe, habe ich es nicht gefunden. Ne? Mann. Nächstes Spiel, komm. Nächstes Spiel war direkt nach Brink. Oh! Da haben wir hier was ganz Großes, und zwar L.A. Noire. Eine ganz große Enttäuschung, würde ich sagen. Enttäuschung für Yetiven. Aber, nee, ich fand für das... gut, erzähl du erstmal. Ja. Für mich was? Achso, okay. Erzähl du. Ja, mach du erstmal, ich hab so viel gehört. Nein, ich habe hier nicht viel zu erzählen. Ja, sag. Ich wollte nur sagen, dass es nicht so schlecht ist, nur halt, was mir fehlt, war, man hat mir halt eine Open-World-Welt vorgegaukelt. Eigentlich hast du halt nur wirklich... Hauptmissionen oder beziehungsweise lineare Stränge verfolgt. Und das war's dann auch, ja. Das Einzige, was wirklich eine Erneuerung war in dem Spiel, ist einfach nur dieses Motion Capturing mit den Gesichtern. Und das Schlimme ist, das ganze Spiel hat sich ja wirklich nur auf dieses Feature fokussiert. Ich meine, das war Weltklasse, ohne Zweifel. Aber es hat sich wirklich immer nur alles darum gedreht. Das ganze Spiel, leider. Ja, man hätte so viel mehr machen können, meiner Meinung nach. Aber, ja. Ich war, ich will nicht sagen voll enttäuscht, aber ich war voll enttäuscht. also ich finde, ich will nicht arrogant klingen, aber ich habe es vorhergesagt, weil das ist für mich ein Blender gewesen. Diese Gesichtsanimationen waren absolut Hammer. Das ist bis heute Abstand das Beste, was ich je gesehen habe. Aber ich hatte auch mit diesen Sachen schon mein Problem, weil ich bin jetzt nicht der englischen Sprache so komplett mächtig ist, dass ich jetzt einen texanischen Akzent so krass heraushören kann. Ich habe immer auf die Untertitel gucken müssen und dann habe ich nicht die Dinger gesehen.
So, das sind so kleine, es ist jetzt dumm, es ist eine persönliche Sache, aber nee, ist auch egal. Auch, ja. Für mich ist es so, dass die Stadt vorgegaukelt worden ist, ist jetzt nicht so tragisch. Ich habe bei Mafia das Gleiche gehabt. Aber was ich wirklich, Moment. Warte mal ganz kurz. Ja. Was ich wirklich richtig blöd fand, war, es gab keine richtige Hauptgeschichte. Das drehte sich die ganze Zeit nur um die Karriere, um diesen gesichtslosen Cole Phelps, also gesichtslosen, blödes Wort jetzt eigentlich. Nee, aber es ging halt wirklich sehr blöd. Es gab, nur eine einzige Stelle in dem Spiel, wo die ihn als Menschen gezeigt hat. Vorher war die ganze Zeit nur der Detective, der teilweise in Gesprächen so ausgerastet ist, obwohl ich das gar nicht wollte und so. Ich weiß nicht, dann halt dieses monotone durch die Gegend laufen, irgendwelche Hinweise suchen, das hat mich nur noch irgendwann mal so genervt. Ich glaube, Alan Noir ist ein Spiel, das kannst du immer mal am Abend so ein, zwei Fälle machen, weglegen und dann halt vielleicht 3 Wochen am so spielen. Aber ich habe es in, glaube ich, 2-3 Tagen gespielt und ich war dann irgendwann mal nur noch genervt, weil es keine Hauptgeschichte gab, es hat mich nicht so richtig interessiert und so. Es ist halt richtig schleppend. Schleppend. Allein die Mission. Es gab teilweise so, also mittendrin so Kaugummi-artige Ziehsequenzen und so. Das, ja. Schön gesagt. So, jetzt hoffe ich, ich fand das Spiel gut. Nicht sehr gut, aber es war gut. Es war, so wie Yeti sagte, ein Blender, aber es war, denke ich, vielen auch von Anfang an so ein bisschen klar, weil sie eigentlich nur mit dieser Gesichtsanimation geworben haben. Die haben ständig gesagt, ja, du spielst halt irgendwie so einen Typen hier in L.A. und halt Gesichtsanimation. Und die Story ist irgendwie so Detektiv und Gesichtsanimation. Und so, ich weiß es ging irgendwie die ganze Zeit nur darum. Aber ich muss sagen, war von der Story teilweise enttäuscht. Sie hatte in der Mitte so einen Hänger. Es waren 3 DVDs, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Und ich glaube, Mitte der 2. bis Anfang der 3. oder so war die Story vollkommen für den Arsch. Welche Story? Es gibt da keine Story. Doch, es gibt die Story. Also ja, quasi die Karriere von ihm. Es hat doch da angefangen mit dem ersten Fall und am Ende findest du. Naja, am Ende findest du doch erst denjenigen, der alles wirklich beantwortet hat. Die sind alle miteinander verbunden. Die ganzen Fälle, die Charaktere haben alle. Ja, das merkst du halt erst ganz zum Schluss so ein bisschen. Weißt du, bei den letzten paar Missionen merkst du erst zum Schluss, dass alles miteinander so ein bisschen verbunden ist. Allerdings ist das die 10 Fälle davor absolut ein Bach runtergegangen, weil du irgendwie nicht wirklich auf den Trichter gekommen bist und niemals auf die Idee gekommen wärst, dass die alle zusammengehören. Du hast gedacht, ja, noch eine Mission und gut, wann hab ich's denn endlich durch oder sowas, aber gegen Ende war ich dann schon recht froh, dass es alles eine zusammenhängende Story auch hatte, dass die Stadt nicht wirklich frei begehbar war und dass es kein wirkliches Open-World-Spiel war, war klar. Das wollte ich auch nicht wirklich, ich wollte eher so das Mafia-Feeling so ein bisschen haben, was auch ganz gut funktioniert hat, fand ich. Was ich bescheuert fand, war, wie das Ganze geendet hatte. Also du hattest während deiner, musst das mal erklären für die Leute, die es nicht gespielt haben, du hast also quasi während deiner ganzen Fälle, du hast einen Fall nach dem anderen gemacht, hast nach allen paar Fällen irgendeinen Typen eingebuchtet und am Ende kam es halt raus, es war ein ganz anderer. Allerdings die Typen, die du davor eingebuchtet hattest, weil du musstest zum Teil, hattest du 3 Leute da und einer von denen musste schuldig sein, du musstest einen von denen einbuchten. Und am Ende war es dann halt ein völlig anderer Typ, den man noch nie gesehen hatte. Und ja, was ist jetzt mit den Typen, die im Kerker sind oder schon längst, keine Ahnung, auf einem elektrischen Stuhl waren oder sowas, weißt du? Das ist ja aber die Arbeit eines Polizisten oder eines Detektivs dann halt auch für die Sachen dann teilweise gerade zu stehen. Ja, aber das Spiel hat ja so ein bisschen suggeriert, einer von denen ist es und du musst hier eine richtige Entscheidung treffen, weißt du? Das Spiel hat ja so ein bisschen, weismachen wollen, das ist eine richtige Entscheidung, das ist eine falsche Entscheidung. Aber da gab es manchmal keine richtigen und keine falschen Entscheidungen. Ja, klar, das finde ich jetzt völlig okay. Ich meine, manchmal gibt es halt keinen richtigen und keinen falschen, weil manchmal... Ja, du selber wusstest es, aber das Spiel kam so vor, als ob das Spiel das so nicht wusste und dass irgendwie so mittendrin ein Storyschreiber kam und so gesagt hat, okay, wir werfen den ganzen Scheiß, am Ende war es einer. So ein bisschen, kam mir das da so ein bisschen vor. Ansonsten, gameplay-technisch war es sauber. Ich fand aber, dass die Fälle auch alle sehr ähnlich waren. Du bist rumgegangen, hast Beweise gesucht. Die Beweise hast du entweder zu 80% gefunden, zu 90% oder zu 100%. Hast dann dafür eine Trophäe bekommen oder halt auch nicht. Und dann bist du halt jemandem gefolgt, weil da irgendjemand geguckt hat,
was am Tatort passiert und oh, da sieht verdächtig aus, hinterher. Und dann bist du ihm hinterher gerannt, dann ist dein Auto eingestiegen, dann bist du im Auto hinterhergefahren. Ja, und dann hast du am Ende dann zwei, drei Verdächtige gehabt für die letzten paar Fälle und dann musstest du sie alle vernehmen und ja, wer war es jetzt oder so. Ja, es war immer der gleiche Ablauf und das hat genau, mich das total war ein genervt. Ich weiß noch, als ich in dieses ist das dieses Brandbittet, ja, das genau. letzte, kam, da habe ich mir schon so gedacht, jetzt schon wieder die komplette, so fünf komplette Fälle wegen der irgendwelchen Storys. Da fängst du wieder von vorne an, sowas, ja, ne? Das war so ein tierisch langweiliger Fall. Genau, so, ich habe keinen Bock jetzt da drauf, so, aber also die Fälle selber waren wirklich interessant, das war ja nicht scheiße, es war wirklich klug gemacht und auch wirklich so ein bisschen Krimi, diese Interviews, also diese Verhörszenen waren ja auch richtig spannend teilweise, dann hat sich auch einmal das komplette Gespräch verändert, weil du gerade eine schlechte Entscheidung getroffen hast und dann musstest du wieder da, das war schon geil gemacht, und aber wie gesagt, so, das ist... Also die Atmosphäre kam schon rüber, ne, durch diese Gesichtsscheiße. Ja, 7-8 Stunden hätten gereicht, aber nicht diese 12-15. Das, ja, hat mich, das hat mich einfach so dann abgefuckt, so ein bisschen. Aber man kann auch nicht sagen, dass jetzt schlechtes Spiel gut, dass das schlechtes Spiel war, kann man nicht sagen. Man kann auch nicht sagen, dass es ein Spiel ist. Leider kann man nicht sagen, dass es ein Spiel ist, dass ich bringe den Satz nicht zusammen, aber es ist kein Spiel, das man sich ausleihen kann für ein oder zwei Tage, wenn man das an den zwei Tagen wahrscheinlich gar nicht durchbekommt. Ja, sag ich ja. Es wäre mir viel lieber, wenn ich es ausgeliehen hätte für zwei Tage und dann hätte ich es durchgespielt, weil dafür reicht das eigentlich. Dafür mehr Inhalt ist in dem Spiel. Aber es ist etwas in die Länge gezogen. Da sind tatsächlich viele Fälle drin, die komplett in die Länge gezogen sind, die das Spiel, die gar nicht nötig sind, die das Spiel in die Länge ziehen. Und ja, deswegen lässt der Spaß nach einer Weile nach. Ja. Können wir weitermachen? Genau, machen wir weiter. Nee, ich hab's noch nicht gespielt. Darf ich aber fragen, ob Kai noch da ist? Ja, bin ich. Kai ist noch da. Cool, das freut mich sehr. The Witcher 2 war das nächste. Dazu habe ich auch nichts zu sagen. Also, tschüss. Na, ciao. Ich habe auch nichts zu sagen, das ist im Spiel. Was ist das nächste? Witcher 2. Sehr voll. Euphoriewelle. Hat irgendjemand Witcher... Ich habe diese, am Anfang diesen Gameplay-Trailer oder Kerker-Trailer gesehen... Den habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, ne? Wo der im Kerker dann ausbricht und sowas. Das war alles schon ziemlich geil. Also ja, klar. The Witcher 1 fand ich total Hammer. Ich habe halt keinen PC zu der Zeit gehabt, der das zum Laufen hätte bringen können. Aber ich warte jetzt nur noch auf die Konsolenversion, weil das soll ein richtig geiles Rollenspiel sein, das einfach durch den großen Skyrim-Hype ein bisschen einfach in Vergessenheit geraten ist. Und ich finde das leider schade. Ja. Kann es sein, dass es gar nicht so toll ist, weil das wurde so oft runtergesetzt und irgendwie als Angebot in Steam auch gezeigt. Na, es wurde auch sehr oft aufkopiert, glaube ich, oder? Also ich kann nur auch so ein Fall. Richtig, ja, genau. Also ich kann nur sagen, was bei The Witcher, ganz kurz, The Witcher hat einfach eine geile Story. Ich glaube, die Story ist in The Witcher. Ich glaube auch, dass das geil ist, aber was so der größte Kritikpunkt an der Story, glaube ich, ist, dass es einfach am Schluss kein gescheites Es hat am Schluss kein gescheites Ende. Das war geil. Das war Absicht. Das sollte Absicht sein. Das R ist abrupt. Richtig. Das baut sich, ich habe das mal beim Freund gesehen, der hat sich gedacht, das baut sich episch auf. Wirklich, denkst du dir so, oh mein Gott, wie geht's weiter? Und dann plötzlich aus. Ganz ehrlich, ey, wenn das sich episch aufbaut, ist schon mal was. Der Weg ist das Ziel. Die wie bei L.A. Noir so einen Leerlauf haben und dann am Ende cool sind, aber wenn das episch aufgebaut wird, ein abruptes Ende, da habe ich jetzt, wenn wir auch mal in einem Main-Topic reden, habe ich nichts dagegen. Ja. Aber, so als aber Beispiel, Tomb Raider Anniversary auch, das hat sich so aufgebaut und dann nur um den Endgegner endlich zu bekämpfen, der war so einfach, war der einfachste Gegner von allen und dann war es vorbei. Also wahrscheinlich ist es so. Ja, das kommt bekannt vor. Aber ich glaube, das Spiel ist, ich glaube, das ist geil. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das so kacke sein kann. Nee, ich würde auch deswegen das Spiel nicht verurteilen. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn so ein, ich sag jetzt mal, episches Spiel noch ein episches Ende gehabt hätte. Aber ich meine, das ist jetzt nicht sowas, wo ich sage, ey, komm, Scheißspiel oder so. Also es ist zwar verkraftbar, ist nicht so cool, aber immerhin hat das Spiel bis dahin Spaß gemacht. Das ist eigentlich die Hauptsache dann. Ja. Ja. So. Du Sack. Dann kommen wir direkt im nächsten Spiel, und zwar ein wunderbares Spiel für Offroad-Fans, und Lady Sango ist ja hier unsere Vertreterin. Dirt 3. Oh, yeah. Lady Sango, die männlichste im Playcaster, wie war das? Ja, Dirt ist super. Was sehr schade ist, dass die PC-Version und die 60-Version sich total unterscheiden.
PS3-Version und teilt sich total am PC steuern. Du hast tierische Abbrüche. Tierische Abbrüche? Ja, es laggt total, egal wie du es einstellst. Nein, ich meine deine Stimme. Ach so. Das war gut jetzt. Ey. Aber das ist trotzdem. Ja, ich kann es nicht ändern. Mach mal auf auch nicht, Dauersend, warum. Vielleicht geht das dann. Oder ich weiß nicht, oder Push-to-Talk oder keine Ahnung. Ich hab doch Dauersenden. Oh. Mach das mal aus. Jetzt warte vielleicht mal. Geht das dann. Push-to-Talk. So, ist das besser? Hallo? Ja, wissen wir nicht, du musst länger reden. Red mal lange Sätze oder sowas dann. Red einfach weiter. Also Dirt 3, genau. Also an sich ist es genauso geil wie die Teile auch davor. Die Strecken sind einfach awesome. Die Kämpfe sind super, also die Rennen sind super. Ist schon viel besser. Viel besser. Ja, gut. Trotzdem, die Rennen sind einfach super. Sie sind auch anspruchsvoll. Das heißt, die ersten, da denkst du nur, ach, ist ja easy, ist ja Kindergarten, ne? Und nach dem dritten Rennen irgendwie geht's richtig ab, dann musst du schon was können. Es ist für Rennfans, es ist genau das Richtige, vor allem die Offroad mögen. Also die wirklich nicht die ganze Zeit eine langweilige Hallenstrecke oder so sehen wollen, wie in, ich, so irgendwelchen Scheiß-Rennspielen halt. Was Besseres fällt mir auch nicht ein, ich liebe Dirt. Ich liebe Dirt, das ist das beste Rennspiel. Ja. Wie stark hat sich das denn zum Dirt, zu Dirt 2 verändert? Also, ich habe jetzt über die Weihnachtsferien so ein cooles Lenkrad geschenkt bekommen, das muss ich euch erzählen. So ein geiles Lenkrad, das ist für die Xbox und das ist so schnurlos und das hältst du einfach in der Luft. Also nicht so ein Lenkrad, das du auf den Tisch tust oder was, sondern das hältst du in der Luft wie so ein Mario Kart Lenkrad für die Wii. Und dann kannst du damit steuern. Und wir haben die ganze Zeit Dirt 2 damit gespielt. Und es hat so Bock gemacht und da hat mein Bruder gesagt, boah, wir müssen uns Dirt 3 besorgen und Dirt 3 wird bestimmt super, der Hammer und sowas. Und dann habe ich die Amazon-Rezession angeguckt und viele haben zu Dirt 3 geschrieben, dass es überhaupt nicht so gut sei wie der zweite Teil, weil es zu kommerziell sei und sowas. Du suchst deine Autos irgendwie nicht mehr nach Auto aus, also nicht mehr nach Fabrikat und PS-Stärke und sonst irgendwas, sondern du suchst dir deinen Sponsor raus und der stellt dir ein Auto hin und du weißt im Voraus irgendwie nicht, was für ein Auto das ist oder irgendwie sowas, ne? Ja, es ist fast richtig. Also du hast einen Sponsor, aber von diesem Sponsor kannst du dir ein Auto aussuchen pro Strecke. Ah, okay. Also das kannst du schon selber aussuchen. Was halt anders ist, du hast halt diesen Sponsor und du musst halt gegen richtig berühmte Fahrer antreten, hast halt immer so einen Endgegner, kann man fast schon sagen, hast du ab und zu mal, ja, so einen richtig harten Rennfahrer. Genau, komm, im Blickpunkt ist jetzt der, was weiß ich was, Ken Block oder so. Also es hat jetzt mehr Story-Modus, was ich jetzt nicht unbedingt nötig fand, aber es stört auch nicht. Ansonsten, es ist eigentlich, spielt sich genau gleich, nur dass man jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob es das im zweiten auch schon gab. Ich weiß auch nicht mal, wie diese aus ist. Der coole Wohnwagen? Ja, der coole Wohnwagen, der ist ja super. Da hast du da so deinen eigenen Wohnwagen, in dem du alles mögliche, dein ganzes Hauptmenü ist dann drin, das finde ich auch super. Was du jetzt hast, also gibt es noch verschiedene, also andere Autos, andere Rennen mit nicht diesen ganz normalen Rallye-Autos, sondern jetzt gibt es noch mit so Buggies und so einem Scheiß, ne? Ja, genau, das finde ich ein bisschen doof, aber naja, an sich ist es geil. Nee, es hat sich nicht viel verändert, aber es hat mehr Optionen, sagen wir es so, und ein bisschen mehr Story. Ja. Ja. Cool, geile Scheiße. Du hast leider nicht gespielt. Ich hab's immer noch für PC, aber ich kann es leider nicht an PC anrennen. Das geht gar nicht. Also PC kann ich absolut nicht empfehlen. PS3 auf jeden Fall. Oder ich weiß gar nicht, ob es für Xbox, glaube schon. Konsole auf jeden Fall, PC nein. Nein, nein. Oh. Okay. Geil. Okay, dann kommen wir direkt von diesem coolen Rennspiel in den Juni, vom Mai in den Juni. Und das hat gleich angefangen mit Infamous 2. Man sagt doch Infamous oder Infamous. 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 Ah, Infamous. Tut mir leid. Aber das schreibt sich doch wie Famous, oder? Ja, und dachte ich mir auch gerade. Egal. Infamous. Das heißt Infamous. Wenn wir es falsch sagen, tut uns leid. Nein, wir sagen es richtig. Infamous. Infamous. Ich sag Infamous. Komm, ihr könnt mich... Das heißt Infamous, halt die Fresse. Ist doch jetzt egal, Mann, ey. Ja, hab ich leider nicht gespielt. Der erste Teil war aber awesome. Deshalb werde ich mir den zweiten auf jeden Fall noch holen. Du bist so ein Fan vom ersten Teil, ne? Ja. Der große. Ja. Fand ich awesome. Okay, was geht's da eigentlich? Nein? Ja, dann übernehme ich den zweiten. Habe ich keine Ahnung von. Nein. Ich weiß nur, worum es im ersten geht. Es geht halt immer noch um Cole. Ja, es wird wohl nicht so viel Unterschied geben.
der im ersten Teil ja durch, weiß nicht was, irgendwie kam da irgendwas, ein Meteorit oder so, weiß nicht mehr genau. Und der ist dann halt irgendwie, hat dadurch irgendwelche elektrischen Superkräfte und kann jetzt so Blitze abfeuern. Das ist sozusagen seine Waffe. Er benutzt keine Waffen wie Maschinenpistolen oder so, sondern er schießt Blitze auf die Gegner. Es ist halt ein Open-World-Spiel und ist halt mehr auf Spaß getrimmt. Also du hast viele Nebenmissionen. Ich habe Infamous 2 jetzt auch nicht gespielt, den ersten aber. Aber ich will den irgendwann mal nochmal nachholen, nur wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe und Bock auf ein Open-World-Spiel, weil Open-World sowas wie Infamous, das packt mich nicht mehr so krass. Das ist halt ein spaßiges Erlebnis für ein paar Stunden und dann vergesse ich es sehr schnell. Ist das denn wirklich so Spaß? Also das Setting und so kommt mir schon ziemlich ernst vor. Nee, also ich finde schon, dass das ein bisschen mit den Augenzwinkern ist. Das ist halt so ein bisschen comicartig. Es gibt so comicartige Zwischensequenzen, eine mit Superheldengeschichte und so, also nicht sowas wie das indizierte Pendant dazu mit Fibor. Okay. Ja. Ja. Okay, Infamous 2 hat leider auch niemand. Ja, hat keiner gezockt, leider. Uns gespielt. Reden wir dann im 2012er Podcast darüber. Wahrscheinlich. So schlecht war es bestimmt nicht. Red Faction Armageddon. Oh, war ja. Ich hab nicht mal Guerrilla gespielt, gefällt mir nicht. Das Spiel, was irgendwie schon nach ein paar Wochen wieder vom Markt genommen wurde, das war das. Was, Armageddon? Ja, das weiß ich. Das hat ja dann, THQ war Publisher, ne? Ja. THQ hat dann das Spiel zurückgepfiffen, weil sich so unfassbar schlimm verkauft hat. Glaube ich, also ziemlich sicher glaube ich das. Habe ich gehört. Ja. Ja gut, das ist ja auch sehr schnell irgendwie Preissturz, 20 Euro verscherbelt. Ja. Jetzt bei Steam für, weiß ich, 57 oder so. Eben. Also wird auch die hinterhergeschmissen, aber ich kenne mich mit Red Faction, diesen Third-Person-Teilen, nicht aus. Tut mir leid. Obwohl das ja wirklich auch wieder mal im Vorfeld alles so vielversprechend angehört hat, von wegen, du hast eine Waffe, die die Gegend nicht zerstören kann. Oh, das war das? Und es dann auch wieder zusammensetzen kann und wieder herstellen. Aber der größte Kritikpunkt war halt, dass du irgendwie größtenteils nur unter der Erde gespielt hast. Alles war dunkel, du hast gar nichts gesehen. Du hast nicht von, das hieß ja auch Grafik aufpoliert und so weiter. Ja, schön und gut, aber was bringt mir das, wenn ich unter der Erde bin? Lichteffekte war alles geil. Monster und sowas, die waren alle so. Also, ja. Ich weiß nicht, so aber du warst flappmäßig halt, kann man sich vorstellen, nur etwas schleimiger du warst halt und sowas. Du warst halt größtenteils nur unter der Erde und das war halt, das war so ziemlich alles genau, scheiße. Genau, das war scheiße. Also das Spiel an sich war cool, also du bist rumgelaufen und du hast sowas ähnliches wie so eine Gravity Gun quasi gehabt, mit der du auch Sachen aufheben konntest, irgendwo hinschmeißen konntest oder sowas und du konntest auch mit so einer Fähigkeit eben Wege wieder aufbauen. Also wenn du deinen Weg zerstört hattest, konntest du ihn wieder aufbauen. Ja. Oder wenn du gesehen hast, ach Mensch, da drüben ist ein Item, irgendwo hier muss ein Weg sein zu einem Item, konntest du dir den Weg quasi wieder so aufbauen. Also das sah auch ziemlich cool aus. Nur war das Blöde eben, es hat komplett unter der Erde stattgefunden und ja, du hast von dem Ganzen nicht wirklich was gesehen. Es war wenig so dieses Zerstören und Fun und Spaß haben und so. Die haben eher so was in Richtung Dead Space probiert, also von der Stimmung. Okay. Das war hat nicht so ganz ins Universum gepasst. Ich stelle mir jetzt auch ein bisschen blöd vor, unter der Erde eine Zerstörungsorgie anzurichten. Genau, ja. Bist du verschüttet oder was? Könnt ja alles zusammenkrachen. Ja. Nee. Aber an sich, sonst fand ich das schon ganz cool. Also es war nicht schlecht. Nur war es eben unter der Erde. Das war blöd. Ich versuche gerade irgendwie jetzt was herauszufinden, von wegen, ob das zurückgepfiffen wurde, aber es steht halt überall, dass es wirklich sich unfassbar schlimm verkauft hat. Wieso auch immer, weil so schlecht hat sich das ja jetzt gar nicht angehört und. Nee, so schlecht ist es nicht, aber. Unter der Erde hin oder her, dass dann wirklich, dass der Grund ist, dass sich das gar nicht verkauft. Du hast ständig das Gefühl gehabt beim Spielen, da hätten sie noch was mehr machen können und hier, das wäre anders besser gewesen. Und wenn du selber als Spieler, nicht als Entwickler, sondern als Spieler, 0815 Spieler davor sitzt und denkst, das hätte ich anders gemacht und das hätte ich anders gemacht und hier hätte ich es anders gemacht, aber es ist ja gar nicht so schlecht, was sie sich überlegt haben, dann ist es halt kein richtig gutes Spiel. Ah, ich glaube, es war so, die haben jetzt die Red Faction-Serie, glaube ich, eingestellt, sowas, weil es scheiße war. Ach so. Die letzten Teile haben sich komplett nicht gut verkauft. Ja. Das so war's. Das aus für Red Faction. Ah ja, genau, so war's. Entschuldigung, ja, genau. So. Das war's halt damit. Naja. Okay, wir verkraften's. Nach diesem Teil kommen wir direkt zu Alice Madness Returns. Der Nachfolger von Alice
American McG, der unfassbar gut war. Ja, ich hab, der lag ja auch dem Spiel bei. Das Originalspiel lag dem Spiel bei. Ich habe das Spiel jetzt bei dem Steam Winterdienst gesehen und mir die ganze Zeit gedacht, ey, soll ich mir jetzt für 12,50 Euro holen oder das doch warten, bis ich das irgendwann mal für die Xbox habe? Und ich habe jetzt mich dazu entschlossen, das für die Konsolen zu holen. Ich habe mir aber sagen lassen, von einem guten Kumpel, der dass viele halt auf den Style abfahren. Das ist ja sowas von abgefahren. Du hast ja halt Alice, der alles total skurrile Gegenstände und Figuren und Gestalten und so. Aber im Grunde genommen, so aufs Gerüst jetzt abgesehen, ist es ein reines, simples One-Button-Masher mit Hüpfpassagen, die sehr, 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 sehr simpel sind. Und deswegen schreckt mich das ein bisschen ab. Ich würde es mal antesten, aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt, das zu kaufen. Weil also ich kann nur sagen, ich bin ein Riesengegner schon immer gewesen von allen Buttonmashing, so wie Bayonetta oder so ein Kram, Jump'n'Runs, Mario. Ich war immer ein Gegner. Und Alice allerdings habe ich schon dreimal durchgespielt. Einfach, das hat einfach so einen Charme. Und du siehst, das ganze Spiel ist mit so viel Liebe gemacht worden. Da steckt so viel Detail drin, so viel Liebe drin. Es macht einfach Spaß. Das ist teilweise so grotesk und ich weiß nicht, du siehst Sachen, denkst nur, was ist das denn? Ja, das ist einfach geil. Nee, ehrlich, das macht richtig Spaß. Geht mir auch immer, wenn ich die Straße entlang laufe, denke ich manchmal, irgendwas wie. Nee, also es ist mein Fall. Also selbst wenn du sowas normal nicht magst, der Stil und auch die Story, die ist wirklich, ist was ganz Besonderes. Und man halt auch. Gibt's einen cooleren Charakter als diese fettgrinsende Katze, ey? Ich find die so lustig. Wie heißt sie? Die Grinsekatze? Das ist einfach die Grinsekatze. Die Grinsekatze, stimmt. Ey, ich und was man so vielleicht auch noch sagen müsste, das Spiel kann man sich sogar auf Deutsch antun, weil die Synchro ist wirklich gut geworden. Zur Abwechslung. Ich vertraue dir, aber du weißt, durch Chris von Game One bin ich so gebrandmarkt. Hat er gesagt, wäre gut, oder? Nee, er hat es nicht gesagt, aber ich habe schon mal jemandem vertraut und bin vor auf die Nase gefallen. Ja, das Einzige, was ist, dass du halt immer, du machst ja wirklich dasselbe, also du kämpfst, dann springst du, aber das Level-Design, das Charakter-Design, ja, das ist so besonders. Das muss man einfach mal gesehen haben. Dann hole ich mir das auch nochmal. Du musst spielen. Ich hätte auch dringend Bock drauf, so richtig. Vor allen Dingen ist es gar nicht so einfach. Wirklich. Okay. Aber Bayonetta ist kein Button-Masher. Nein. Ja, ich meine jetzt eher so Hack'n'Slay-Kram, das ist eigentlich nie mein Ding gewesen. Danke. Auch, was ich zum Beispiel. Heavenly Sword, das ist ja jetzt auch schon älter, da ist es ja genauso, aber auch das hat mir super gefallen, einfach wegen dem Style. Ja klar, Heavenly Sword war total awesome. Fand ich auch total cool. Jo. Direkt weiter zum nächsten Titel, der da für die Kinect war und Child of Eden hieß. Und zum Japaner war, den jede Sau kennt, nur ich nicht. Was? Ich hab's gespielt, aber nur mit dem Controller. Ich raff das Spielprinzip bis heute nicht. Es ist, Das so wie Flower? Es ist ein audiovisuelles Spiel. Der Fokus im Spiel. Ich habe mich kaputt gelacht. Zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rauskam, gab es ein Testvideo. Und die Leute haben sich gefragt, was ist das denn für eine Scheiße? Musst du ja die ganze Zeit nur komische Punkte anvisieren und dann kannst du nicht mal selber ballern und so. Es geht doch, bei Child of Eden geht es nicht um das Spielprinzip, dass du da auf Bahnen rumfliegst und auf irgendwelche Punkte schießt. Es geht darum, dass durch den Schuss, den du machst und den Treffer, den du erzielst, ertönt einen Ton. Und du bestimmst ein bisschen so die Musik und die Musik ist halt irgendwie ein bisschen, ja, so, es hört sich blöd an, aber so ein bisschen spirituell so, es soll dich halt irgendwie mitnehmen auf so einen Trip und auf so eine Reise mit ganz vielen Effekten und hört sich an schön, wie so ein Trip, so ein anderer es hört Trip. Sich halt, es ist halt irgendwie audiovisuell einfach so eine ganz Besonderes, aber das ist ein Ding, das kann sich keiner antun, also es können sich viele nicht antun und können nicht da reinsteigern, aber man muss es halt selbst gespielt haben. Also, das ist Rest anzuschauen. Nee, das ist ja von dem Macher von Rest, ne? Ah. Rest habe ich nicht gespielt. Ja, klar, das natürlich. Ist, ja, weil das hat mich gerade daran irgendwie erinnert, weil das habe ich gespielt, das fand ich ganz cool.
Ja, Res ist der Vorgänger und gilt so ist als Kultspiel. Ich habe Res nie gespielt, deswegen habe ich mir Child of Eden dann mal ausgeliehen. Ich bin auch froh, dass ich mir ausgeliehen habe, weil nach 4 Stunden, na nicht mal vier, nach 2 oder 3 Stunden hast du alle Levels. Es gibt nur 4 Stages oder 5, die musst du immer wiederholen, um die nächste Stage freizuschalten. Sowas mag ich überhaupt nicht. Und dann hast du sozusagen alles gesehen, aber ich muss sagen, ey, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie mal was anderes, so schön. Sah geil aus und war eine geile Musik dabei. Aber wie gesagt, ich glaube, mit Kinect ist es noch mal ein Stückchen besser, weil ich glaube, damit hat es sich gut gesteuert. Ja, aber ich glaube nicht, dass man sich das irgendwie für den Vollpreis kaufen muss. Das, nee. Ja. Okay. Cooles audiovisuelles Spiel mit synthetisch was weiß ich was Musik. Der nächste Titel, aber ja. Der nächste Titel. Jetzt kommt Duke Nukem Forever, das Spiel, auf das wir 500 Jahre gewartet haben. Mehr. Viel mehr. Okay, ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der das Spiel total cool fand. Ich weiß nicht, warum, ich habe das... Kommt hin. Ich finde, das ist... Also jetzt abgesehen davon, dass das Spiel total pubertär ist und teilweise mit so unfassbar schlechten Gags kommt. Das ist der Duke. Das ist der Duke, okay. Ich finde den Duke ja immer noch stylisch, aber ich habe mich auch ein bisschen von diesem ganzen Hype mitziehen lassen. Das gebe ich offen zu. Aber vom Gameplay her, ich weiß nicht, ich habe es genossen, mal ein Spiel zu haben, wo man vielleicht mal ein Rätsel löst, wo man mal mit einem Auto fährt, wo man irgendwie eine Kiste irgendwo hintut, damit man, sich das Gewicht verlagert oder so. Es gibt so eine Stelle, wo man so ein kleiner Duke ist und durch eine Küche hüpft und so an Bratwändern und so. Ich finde das total geil. Das hat mir voll viel Spaß gemacht. Alle haben das, ich habe das so gesehen, als ob ich ein Spiel nachhole. Weil, guck mal, der Kai, der spielt Final Fantasy VII, der holt es ja nach. Der meckert ja nicht darüber, dass die Grafik so alt ist. Genauso habe ich das auch gesehen. Das Spiel ist nicht von 2011. Es hat technisch gesehen überhaupt nichts in diesem Jahr verloren. Oder im letzten Jahr, aber so vom Spiel, weiß ich, ich hatte da echt mal Spaß mit. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch, der es geil fand. Ja. Nee, du bist nicht der Einzige. Ja. Also, kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade die jüngere Generation, die mit diesen Spielen und mit dem, was früher für uns alles so ein bisschen neu war, weißt du, cool Gravitation und cool Physik und so ein Zeug und cool, man kann da Rätsel und sowas machen und du bist jetzt klein, du bist jetzt groß und das Level ist groß und so ein Zeug, weißt du, das war früher ganz cool und das ist jetzt zwar nicht mehr so cool, aber weil es eben diesen Retro-Charme so ein bisschen hat, können wir wahrscheinlich sehr viel mehr damit anfangen als jetzt etwas jüngere Spieler, die, weiß nicht, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute, die uns gerade zuhören, Half-Life 1 nicht gespielt haben. Also, was macht ihr hier? Geht raus! Ah, ganz ruhig. Nee, das ist nicht raus hier. Hat noch jemand das gespielt? Duke Nukem, ich hab's angespielt. Ich hab's hier von einem Kumpel ausgeliehen bekommen, weil ich es mir auch selber nicht kaufen wollte. Das Riesenproblem, was ich mit dem Spiel habe, ist, ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt, es weiterzuspielen. Ja, ich weiß, es wird bestimmt noch so lustig und mit Sprüchen und alles und so, aber es ist und bleibt ein Ego-Shooter und ich habe irgendwie gerade überhaupt null Bock auf einen Ego-Shooter. Ja, so auch damals auch. Nicht und so. Ja. Tut mir leid, also ich meine wirklich, wie Matthias schon sagte, die Technik ist wirklich schon noch vor 2 Jahren plus. Die sind jetzt auch wirklich das Gelbe vom Ei. Einzig und allein das, was es rausreißt, ist natürlich der Duke selber mit seinen Sprüchen und so weiter. Aber, ich konnte mich da dazu nicht aufrappeln und so, dass ich sagen könnte, ich muss das spielen, so jetzt wie Duke Nukem 3D oder so. Boah, du Idiot, ey. Ich habe eine Sache, diese Shooter-Passagen, wo man, weiß nicht, Canyon oder so, wo dann halt Gegner kommen, die fand ich total öde, die haben mich wirklich genervt. Wo lange Zeit wenig Duke haben, weißt du? Ja, wo lange Zeit halt nicht so ein bisschen diese... So, ich finde halt das geil, wenn du mit dem Duke dann zum Beispiel... Habe ich mich kaputt gelacht. Du gehst da zu dieser Talkshow und da steht dieser Typ, dieser Assi, der dich dann irgendwie beleidigt oder so. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Dann kannst du den einer reinhauen, kriegst einen Erfolg für. Und das sind so Szenen, die ich geil finde bei dem Spiel. Aber so diese Ballersachen, die waren, fand ich selber jetzt nicht so berauschend und eigentlich schon fast schon langweilig. Ja. 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 Sonst jemand gespielt? Nee, oder? Ja, ich hab's gespielt. Ich hab's dann 2 Tagen durchgespielt. Ja, dann sag doch was. Ja, hab ich doch gleich von Anfang an. Aber ich hab's mir von der Videothek ausgeliehen, direkt bei Release. Ich wollte eigentlich L.A. Noire ausleihen.
bin in die Bibliothek gegangen und da war Eleanor. Und daneben war halt der Duke. Und dann habe ich beide mitgenommen. Und ja, ich weiß nicht, wie viel ich dafür gezahlt hatte, aber ich habe beide Spiele parallel gespielt. Ich habe sie für länger als eine Woche ausgeliehen gehabt, habe viel Geld dafür gezahlt. Eigentlich hätte ich sie mir kaufen können. War ein bisschen blöd von mir. Aber ja, der Duke hat mir Spaß gemacht, aber ich muss sagen, war stellenweise schon sehr enttäuscht, gerade diese Canyon-Sache oder auch diese, ich glaube, das war auch im Canyon, wo du diese lange Autofahrt hattest, ne? Ja, am Anfang war es ganz lustig, aber später, ja, irgendwie an manchen Stellen eben gemerkt, das Spiel war nicht so ganz richtig ausgereift und wenn du dann nicht direkt auf eine Plattform draufgekommen bist, dann, ja, musstest du wieder von vorne anfangen oder sowas, ne? Dann wurdest du einfach respawned. Dann gab es dann noch so Geschichten wie, was war noch, ja, so Richtung Ende oder sowas, wo dann auch wenig vom Duke selber zu sehen war, da kamen halt so Aliens und du musst sie halt kaputt machen und ab und zu kam mal ein Soldat, der gesagt hat, hey, du bist der Duke und du bist die coolste Sau ever, das hat das Spiel so wieder so ein bisschen aufgepeppt, aber mein Lieblingslevel war das in der Küche oder Kantine oder was auch immer war. Das sag ich doch, mit der Küche, wo du dann klein bist und genau. So rumjumps und so mit Burgern und so. Aber viele haben gesagt, dass das war, das ist einfach irgendwie nicht toll gewesen und die Jump-and-Run-Passagen waren, Jump-Passagen und sowas waren nicht super. Also mir hat das richtig Spaß gemacht, weißt du, so ja, diese Jump-and-Run-Einlagen einfach, dass du einfach von Plattform zu Plattform mal springen musst und mal gucken, wo geht's hier weiter, deinen Weg ein bisschen finden oder dann auch direkt in der Duke-Mansion sein und dich einfach mal eine halbe Stunde lang umschauen, was er denn alles hat. Oh, guck mal, da ist eine Skulptur vom Duke und da ist auch dieser kleine Junge zum Beispiel, ne? Der sich auf den Thron vom Duke setzt, war das, glaube ich, oder? War das nicht so am Anfang? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Richtig, abgesperrte ja. Bereich da oder das. Oder du guckst, läufst auch rum und guckst dir jedes Poster an. Wer ist denn da drauf? Ja, richtig. Also, das war schon richtig cool irgendwie. Das hat Spaß gemacht. Das war so wie früher, dass das tatsächlich in den Ego-Shootern noch ein bisschen, ja, so ein bisschen Entdeckerdrang war. Du bist irgendwo reingegangen und da war halt eine Abstellkammer oder ein Umkleideraum oder sowas und hast dann mal geguckt, was gibt's denn hier alles? Womit kann ich denn irgendwas machen? Du weißt ganz genau, das hat überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun, aber du bist jetzt einfach dort in dieser Umkleide und probierst alles aus. Es gibt doch dieses Level, wo der Duke aufwacht in so einem Stripclub ist und Dildo, ein Kondom und so suchen muss. Ich meine, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, aber es hat überhaupt Spaß gemacht, so rumzulaufen und so ein Dildo zu suchen und Scheiße, ich muss doch spielen, sonst bin ich nicht gekommen. Verdammt nochmal, ey. Ja, war. Ich hab das mal ernst genommen. Aber man muss ehrlich sagen, also Leute, die hören, die Anfänge von Ego-Shootern und sowas nicht miterlebt haben, die werden mit dem Spiel nichts anfangen können. Ja. Überhaupt nicht, denke ich. Es sei denn, noch ein, zwei sehr gute Kumpels, Kiste Bier und der Duke, ich glaube, damit ist der Abend gerettet. Oder? Stell dir vor, du hast noch zwei geile Kumpels dabei gehabt und alle so, oh, geil und titten und yeah und wuhu. Jedes Mal, wenn jemand Duke Nukem sagt, machen wir ein Bier auf oder sowas, weißt du, ey, geil. Ach, Gordon Freeman, Bier auf. Du stehst auch am Pissoir und jeder von deinen Freunden hält sich gegenseitig den Schwanz, ne? Ja, machen wir weiter, komm. Machen wir weiter. Nach dem Duke kam nämlich direkt ein Spiel, das hieß Dungeon Siege 3 und ich habe keine Ahnung, was es ist. Dungeon Siege. Ich würde mal behaupten, ein Dungeon Crawler. Dungeon Siege 3. Dungeon Siege 3. So. Das ist ein Diablo-Klon, würde ich mal behaupten. So ein isometrischer Körper. Hack and Slay-Ding mit vielen Loot-Geschichten und so. Ich habe die Reihe nie gespielt. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Gut, kommen super. Wir zum nächsten Spiel. Das einzige und alleine Nennenswerte ist, dass Jeremy Soule der Soundtrack-Schreiber davon war. Echt? Das ist von Dungeon Siege? Das ist der Skyrim gemacht hat. Was? Und Guild Wars und so weiter. Ja. Geil. Ja, und der hat auch, glaube ich, wie hieß das eine Strategie-Ding? Egal. Auf jeden Fall, ja, richtig. Ja, schönes Lob an Jeremy, was ich wieder Soul. Heißt. Soul. Soul. Deine Alter, Seele. 4-3! Wer hat 4-3 gespielt? 4-3 kam nämlich auch noch im Juni raus. Habe ich nicht gespielt, habe ich aber Bock drauf. Ah. Matthias, erzähl mal.
Ja, 4-3 ist, ich weiß nicht, wie, die haben sich halt gedacht, ey, komm mal, wir müssen jetzt mal dem Trend hinterherlaufen, wir machen ein bisschen mehr Action, vorgeskriptete Events, so Call of Duty mäßig. Oh, das hat Gott. Mir jetzt nicht gefallen, ich weiß nicht, das hatte einfach nicht mehr so diesen alten 4-Touch. Es hat auch einen Koop-Modus mit Pax und Vettel. Das hat mir auch irgendwie nicht zugesagt, weil ich finde, ein Horrorspiel muss alleine gespielt werden, nicht zu zweit. Aber ich glaube, was ich gehört habe, ich habe es jetzt alleine gespielt, was ich gehört habe, soll es ganz gut funktionieren. Der andere Pax und Vettel kann halt mit telepathischen Kräften die Gegner. Also bist dann tatsächlich setzen. Der Typ, der genau, früher der Gegner war oder so. Das also. Ist nämlich der Punkt, was mich bei 4-3 von Anfang an irgendwie gereizt hat. Du spielst ja in Teil 1 Point Man, das ist einer der Nachkommen von Elmer, dieses Mädchen, das schon mittlerweile erwachsen ist. Und Pax und Vettel ist dein Gegner, ist aber auch dein Bruder. Und in Teil 3, aus welchen Gründen, ich weiß nicht mehr, wie das nochmal zusammengehängt ist, verbünden sich beide und müssen gegen ihre Mutter vorgehen, weil Elmer nach Teil 2, am Ende von Teil 2, das muss ich jetzt verraten, weil sonst macht es keinen Sinn, wird sie schwanger. Und das ist sozusagen das Finale. Also wie kommen jetzt die beiden, die eigentlich verfeindet waren, gegen ihre eigene Mutter an und so. Und ihre Wehen, also die kriegt halt Wehen, die verändern auch die ganze Umgebung und sowas. Das war ein spaßiger Shooter, es hat doch Spaß gemacht. Aber so, es hat halt kein überhaupt nicht mehr gegruselt, also so gut wie gar nicht. Die Stimmung hat gepasst, es gab teilweise ganz coole Passagen, so mit Lichtflackern und coolen Design, so Symbole an der Wand und Blut, viel Blut wie immer. Aber am Ende war es dann doch irgendwie enttäuschend, weil halt 4 nach Teil 1 immer weiter abgebaut hat. Und gegruselt hat es nicht wirklich. Die Stimmung, die Gruselstimmung war schon immer noch da. Du bist manchmal einfach in einen Raum gekommen, da stand in der Mitte halt ein blutiger Stuhl. Wenn du zum Stuhl hingelaufen bist, dann ging auf einmal das Licht aus und irgendjemand hat geflüstert oder sowas, weißt du? Ja. Schweine, ich hab mich versprochen. Also sowas war schon cool. Oder dieser, man hat auch gemerkt, also die Brüder haben eben zusammen auch gegen die Schwester gekämpft. Aber sie waren sich ihrer Meinung auch nicht wirklich immer einig, weißt du? Nee, die waren halt nur so zweckmäßig so. Genau, zweckmäßig. So. Und das haben wir während dem Spiel auch die ganze Zeit gemerkt, weil der Vettel ist einer, der kann, spricht man denn so aus wie ein Rennfahrer? Mache ich das richtig? Pax und Vettel. Vettel, okay. Also dieser Vettel, der ist dann halt ständig um dich rum gewesen. Der war ja quasi unsichtbar und hat dir quasi gesagt, was du machen sollst. Da waren jetzt irgendwie welche Soldaten, du hast auf die geschossen und dann hat er dir halt noch hinterher gesagt, dass du die fertig gemacht hast, wir könnten ihre Eingeweide nehmen und an die Wand schmieren oder so ein Zeug, weißt du? Also, der war ständig um dich rum und du warst dann halt irgendwie dagegen und da hat er versucht, dich zu steuern und du hast dich dagegen gewehrt und sowas. War das nicht so, dass der eine den anderen umgebracht hat? Ja klar, Point Man hat ja am Ende von Teil 1 Pax und Vettel in den Kopf geschossen. Das Einschussloch siehst du noch und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wieso er wieder aufgetaucht ist. Ich bin mit Story-Sachen, wenn sie mich nicht ganz interessieren, dann vergesse ich sie sehr schnell. ja, ich kann mich noch an eine großartige Stelle erinnern. Das war die Stelle mit den Fernsehern im Kaufhaus, wo um dich rum die ganzen Fernseher sind und es sind keine Gegner da, aber du hörst überall was huschen, irgendwie was rascheln und die haben ja dieses, bei 4.3 dieses 3D-Sound-System. Also du brauchst ganz normale Stereo-Kopfhörer und die haben dann mit so einem besonderen System 3D-Sound animiert, dass du quasi irgendwie hören kannst, ob jetzt einer links von dir ist, wie weit weg er von dir ist, dass er schräg rechts von dir ist. Also du kannst siehst quasi auf dem Bildschirm direkt, woher der Sound kommt. Direkt aus welcher Ecke. Und das haben sie sehr gut hinbekommen, nämlich war da eben diese Stelle mit dem Fernseher, überall stapelweise riesengroße aufgebaute Fernseher, die geflackert haben, auf denen manchmal irgendwelche komischen Sachen abliefen. Und ja, überall hast du irgendwie was huschen gehört. Und auf einmal wurde es ganz leise und dann hat der Vettel auf einmal in dein Ohr geredet. Der hat die ganze Zeit davor schon mit dir geredet, hat gesagt, ja, und du musst hier das machen und wir werden hier das machen und hier bla. Und dann wurde auf einmal ganz leise und dann flüstert er dir ins Ohr. Ich bin direkt neben dir oder sowas. Und ich sag, du Scheiße, weißt du, dreh mich um. Richtig, das habe ich ja völlig vergessen. Das stimmt, das Stelle war total super. Krass. Ich habe gedacht, das ist ein Soundbug. Ich habe gedacht, das wäre ein Soundbug gewesen. Nein, das war großartig. Also du hast tatsächlich dich mit deiner Maus nach links umgedreht, weil du eben direkt auch gehört hast, der kommt von links, der ist direkt. Also es hat sich richtig so angehört, als ob der im Zimmer direkt neben dir steht. Krass. Und ich habe das auch mit Kopfhörern gespielt, was sehr intensiv war an der Stelle. Ich will noch eine Sache zu 4-3 sagen, dann lasse ich es auch. Was ich bei 4 bis heute noch total geil finde, ist die Gegner-KI. Die fordert dich bis aufs Blut.
Du musst dir wirklich was überlegen, du musst Granaten werfen, in Deckung gehen und so. Die gehen nämlich auch in Deckung, die flankieren dich, die werfen Granaten, die locken dich da raus und so. Ich finde, das Kampfsystem ist auch bei 4-3 total geil. Das ist total die Umstellung, wenn du davor irgendwie was anderes gespielt hast, wie Call of Duty oder klar, Halo oder sonst irgendwie sowas, dann spielst du 4 und auf einmal, also mir ging es so, ich war auf einmal total überfordert. Von die waren auf einmal so gut, weißt du, ich dachte, du hast ab und zu wirklich das Feeling, dass du gegen menschliche Gegner spielst, die sich irgendwie abgesprochen haben oder sowas, weißt du, da eine Granate, du gehst auf die linke Seite, du sicherst die Tür ab und er kann nirgendwo abhauen und sowas, weißt du, also manchmal drängt die dich so sehr in die Ecke, dass du wirklich so Angst habe, du Zugzwang bekommst, endlich was zu machen und nicht erst zu warten, bis einer eben, man kennt das ja aus Spielen, sich kurz rüberbeugt, dass du seinen Kopf siehst und einmal draufschießen kannst oder so. Das war bei dem Spiel überhaupt nicht so. Das waren wunderbar die Gegner. Aber direkt weiter zum nächsten Spiel. Shadows of the Damned. Da kann ich ja auch endlich mal wieder was zu sagen. Ja. Yeah. Ich hab's mir jetzt noch nicht gekauft, aber ich hab's mal angezockt. Nee, meiner Meinung nach ein super Spiel. Also von dem, was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, ich habe es ja beim Rainer angezockt. Und ich durfte zwar eigentlich nur die Endgegner spielen, aber die haben eine Menge Bock gemacht. Also das werde ich mir, denke ich, auch nochmal anschaffen, nachdem ich den ganzen anderen Scheiß gezockt habe. Ja. Mal kurz, Shadow, was ist das für ein Spiel? Ist Shadow of the Damned dieses Spiel, nee, das mit einem Typ, der seine Körperteile verlieren kann? Ramirez. Nein, das ist ja Nemeth, das kommt ja jetzt erstmal. Du weißt schon. Okay. Das ist das Spiel, das Spiel von Shinji Mikami, Akira Yamaoka und Suda55, also die ja, mit diesem Grindhouse-Stil so ein bisschen sowas. Ja, ne? Klar, das ist so, du spielst irgendwie einen Dämonenjäger, der jetzt von den Dämonen gerecht wird. Und zwar wird seine Frau gekidnappt in die Hölle oder irgendwie so. Und du läufst halt rum, das Spiel spielt sich wie so Dead Space, also Third-Person-Shooter. Wir haben ja auch mal die News gehabt, dass EA gesagt hat, wir müssen da mehr Shooter reinbauen, weil nicht so diese Adventure-Elemente und so. Und deswegen, ich habe es ja auch beim Rainer gespielt mit dem Kai zusammen. Ich fand es auf jeden Fall super. War geil, cool. Auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht. Also es ist halt. Ich fand den Humor auch super. Ja, Johnson ist ja dieser Dämonenarm oder so, der sich in Waffen verwandelt. Nee, der Schädel. Schädel, der um mich herumfliegt. Genau, der war wirklich witzig. Ich muss aber sagen, es ist wirklich abgefahren. Also Bayonetta-Style, Erdbeeren in Babyköpfe reinstecken, damit die Tür aufgeht und so. Ich muss jetzt nicht sagen, ich freue mich mit sowas sehr schwer an. Deswegen werde ich es mir jetzt nicht mehr holen. Das Anzocken hat mir gereicht, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also so Gameplay-mäßig war es auf jeden Fall nice. Ja. Ja. Worum geht's da als ein Typ, der Dämonen jagt und das ist. Ja, du musst halt am Anfang wird halt seine Freundin von so. Also er ist Dämonenjäger erstmal. Hat eine super sexy Freundin und die wird am Anfang natürlich von dem Obermuchti gefangen genommen. Und auch mehrfach im Spiel umgebracht. Richtig, genau so war das. War das nicht auch so, wir haben ausgemacht an der Stelle, wo wir gegen Endgegner gekämpft haben, das war so eine Art Pferd, der gekackt hat und dann kam eine Dampfwolke. Ja, und also dann kam Dämon raus. Also irgendwie sowas, also das ist wirklich so abgefahren. Der wurde dann riesig, ja. Ja, der hat gefurzt und dann musstest du von der Furzwolke wegrennen oder irgendwie so eine Scheiße. Also. Irgendwie sowas, oder hat mit Pferdeäpfel nach dir geschossen oder so. Irgendwie so kacke. Ja, vielleicht super. Bilden wir uns gerade so irgendwie total eklige Sachen ein, aber was ist das? Nee, es war aber genial. Wäre verständlich. Ja. So, und das war's jetzt mit unserem ersten Teil unseres Jahresrückblickes 2011. Ich mache das jetzt mal ganz Game One-like, also ihr braucht es jetzt nicht irgendwie in die Kommentare schreiben. Ich bin mir bewusst, dass das genauso ist. Aber da wir nämlich bis in die Nacht geredet haben, glaube ich, an die 5 Stunden dort gesessen haben und wirklich Monat für Monat gelabert haben, ich glaube, der Rest, der ganze Shit kommt ja erst noch, haben wir das jetzt erstmal in 2 Teile gepackt. Der erste Part habt ihr jetzt erlebt, es ging jetzt bis Juni und beim nächsten Teil geht's weiter ab Juli bis Dezember. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Dann bis